Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zu Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute das schwarze Auge, aber mit Arcana-Karten. Das ist so ähnlich wie das mit Indra-Karten zu spielen, was in dem, ich weiß immer noch nicht, wie das Regelwerk heißt. Irgend so ein neues Alternativregelwerk zu DSA. Moment. Aventurische Meisterschaft heißt das Buch. Dort könnt ihr die Regeln dafür finden. Genau, und heute wie immer mit dabei die gute Sierra, die spielt Mora, unsere Schmugglerin. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Dann haben wir Elanor, die spielt Elena von Kurkum, die Amazone. Die Leuen zum Großen. Dann haben wir Kako, der spielt Osko Gerdenthal, den Pereinen Novizen. Eine zum Großen. Dann haben wir dabei Marot, der spielt Jandrek Eichblatt, den Golgariten. Hi, schön, dass ihr da seid. Und last but not least haben wir Ozzy, der spielt uns Astanio, der ist ein Weißmagier aus Beilung. Zum Gruße. Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier eingeschaltet habt und dabei seid. Ihr habt gerade schon gesehen, es gibt ein paar neue Viewer dabei. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr Bescheid, was in den letzten Folgen passiert ist. Wenn nicht, ich bemühe mich gleich ein bisschen einleitend
ein, zwei Sätze zu sagen, aber ich werde nicht ins Detail gehen. Dafür haben wir heute nicht, leider nicht die Zeit. Schöne Charakterbilder, ja, genau. Die haben wir mit dem Art Breeder zusammen erstellt. Genau. Ja, wir spielen gleich ziemlich intensiv. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Das heißt, ich werde kaum Zeit finden, wirklich auf den Chat einzugehen. Nicht so wie in anderen Runden, wo ich das schon mal öfters mache. Wir versuchen alles in Time, also IT zu bleiben, auch wenn ihr zwischendurch Arcana-Karten irgendwie als Bildschirmeinblendungen gezeigt bekommen. Wir gehen da nicht wirklich drauf ein, wir bleiben immer im Charakter oder versuchen das zumindest in der meisten Zeit zu bleiben. Also nehmt es mir nicht krumm, wenn ich auf eure Chat-Nachrichten nicht reagiere. Ich sehe die alle und ich lese die alle und ich freue mich über jeden, der irgendwie ein bisschen was schreibt. Vielleicht könnt ihr untereinander auch was schreiben. Aber vielleicht schaffe ich es auch zwischendrin mal ein bisschen zu antworten, aber erwartet es bitte nicht, weil das ist meistens ziemlich viel Arbeit hier. alles gleichzeitig zu managen. So, genau. Wir spielen immer noch in der Rabenmark. Und wir spielen 1037 nach Bosporans Fall. Das heißt, nach der Borberat-Kampagne, wenn ihr die kennen solltet, und auch nach den großen Kampagnen, die danach noch gekommen sind. Das ist ein Bild der Rabenmark. Und ihr seht auf der linken Seite eine gestrichelte Linie. Das ist der Todeswall. Und kurz vor dem Todeswall, auf der östlichen Seite des Todeswalls, befinden sich unsere HeldInnen gerade. Und ja, die Aufgabe ist es, für ein Heer, was sich auf dem Westen, westlichen Seite des Todeswalls sammelt, für das Heer den Todeswall sturmfertig zu machen oder so. Jandrik hatte geheime Pläne, mit Hilfe von Astanio lesbar gemacht, und dort gibt es eine Schwachstelle des Todeswalls, denn der Todeswall ist seit der Borberat-Invasion nicht mehr eingenommen worden oder überwunden worden. Also eingenommen worden schon, für kurze Zeit, aber kein Heer und niemand, weder aus dem Westen noch aus dem Osten, konnte den Wall lange halten. Er hat ein Eigenleben entwickelt und ja, nun geht es daran, dem großen Heer, das den Osten der Rabenmark, denn der Osten ist seit Borberats Invasion immer noch besetzt von Nekromanten. Der soll befreit werden, denn die westliche und östliche Rabenmark soll wieder vereint werden. Deswegen stehen höchstwahrscheinlich oder vielleicht, so ist es zumindest eure Information, auf der westlichen Seite des Walls ein Riesenheer aus Praios geweihten Golgariten und den stehenden Bannern aller möglichen Adligen aus dem Westen bereit, um den Todeswall zu erstürmen und danach einzunehmen und dann in die östliche Rabenmark vorzudringen und diese zu befreien. So groß die Rahmenhandlung für euch, die ihr neu dazugekommen seid. Beim letzten Mal hatten wir uns dem Wall genähert und ihr hattet eine sehr eigenartige Begegnung mit einem Nekromanten, der dort Forschungen betrieben hat. Den habt ihr einmal kurz um die Ecke gebracht, ziemlich kurz und schmerzlos. Und das Problem dieser Gruppe ist, dass sie sich sehr, sehr lange im Widerstand in der Ostrabenmark befunden haben. Also eine gute Miene zum bösen Spiel machen mussten und alle paranoid bis zum Gehtnichtmehr anscheinend sind. Mehr oder weniger zumindest. Das heißt, man vertraut sich so gegenseitig nicht hundertprozentig, und im letzten Mal habt ihr aber auch einen Riesenschritt schon in die richtige Richtung gemacht, indem ihr euch gegenseitig mal geöffnet habt und die Gruppe scheint zusammenzuwachsen. Mal schauen, wie lange dieses Bündnis hält, was dort zwischen Astanio und Jandrix beim letzten Mal geschlossen worden ist. Gut, dann gehen wir gleich mal in Time in die Rabenmark hinein, atmen noch einmal tief durch, holen ein bisschen Luft, nehmen noch einen Schluck aus der Teetasse, denn dieses Mal beginnt der Kakko mit einem kleinen Vortrag. Sagt klar kurz was dazu und dann geht's los. Also viel Spaß!
Osklo sitzt gerade in der Hütte. Nachdem er die von der Decke hängenden Hautfetzen nach draußen gebracht, entsorgt hat, nimmt er sich einen kurzen Moment der Ruhe, geht in sich und holt zuallererst sein Buch hervor, das ihm damals das Leben gerettet hat. Immer noch klafft diese große Kerbe auf der Frontseite des Buches. Und er blättert in dem Buch einige Momente herum, bevor er dann kurz die Augen schließt und es dann doch erstmal weglegt. Und dann anfängt zu beten. Er schließt die Augen und spricht zunächst erst einmal leise die Worte: Herrin, ich habe Angst vor dem Tod. Ich will nicht sterben. Jetzt gerade sehe ich Bilder von toten Menschen vor mir. Täglich höre ich von Frauen, Männern und Kindern, die ums Leben gekommen sind. An dieser Stelle meines Lebens wird es mir besonders bewusst. Auch sind viele schon gestorben, die ich gekannt habe. Menschen meiner Familie, Mentoren, Vorgesetzte, Freunde. Irgendwann werde ich auch tot sein, aber es fällt mir schwer, daran zu denken und diesen Gedanken auszuhalten. Barmherzige Pereine, höre meine Worte und halte Fürsprache beim Herrn des Schlafes, Boran. Durch die Saatgut, die du ausbringst, nimmst du dem Tode seine Macht. Du bringst zusammen mit der Schwester Zar neues Leben hervor. Kannst du mir nun auch die Todesangst nehmen? Dass ich lernen möge, an den Tode zu denken und an das Vergehen, an mein Ende und das meiner Gefährten? Hilf mir, stark zu sein. Nur du kannst mich lehren, darauf zu hoffen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern in deiner Barmherzigkeit niemand verloren geht. Nur du kannst mir die Todesangst nehmen. Bitte, Herrin, nimm mir meine Angst bei allen Zwölfen. Es sei. Es sei. Wahre Worte, Kleiner. Wahre Worte, Osko. Elena, die neben der Tür stand, löst sich von dem Türrahmen, tritt auf ihn zu. Sie setzt sich dann vor dich. Ich würde mich nochmal bei dir entschuldigen und auch bei dir, Mora, dass ich in den letzten Tagen so wenig auf euch geachtet habe, immer nur den Fokus darauf hatte, möglichst schnell zum Wald zu kommen, Jandrik bei Laune zu halten, habt aber euch gänzlich vergessen. Und ja, Jandrik sprach vorhin von Vertrauen, bevor er rausgegangen ist. Bevor er das gesagt hat, habe ich ja gesagt, Osko, dass ich dir, naja, indirekt habe ich dir gesagt, dass ich dir nicht zutraue, eine Wache zu halten hier. Aber ich gesagt, du hast all die Tage bisher Wache gehalten, warum solltest du nicht auch hier Wache halten? Also, was hältst du davon, wenn wir das machen wie bisher? Du hältst die Morgenwache, die letzte Wache. Wir machen Standardroutine bei der Wache halten, wie wir es die letzten Tage auch getan haben. Dann können wir alle ein bisschen mehr Ruhe finden, bevor es dann morgen losgeht. Osko nickt. Klar, das können wir so machen. Wollte ich dir noch gesagt haben. Danke. Gleiches gilt für dich, Mora, bei dir. Ja, es ist das Gleiche wie bei Jandrik. Nicht bei Jandrik, aber auch bei Osko. Ich kenne dich ja noch weniger und Jandrik, aber ja. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zusammenhalten und einander vertrauen. Und das werden wir. Ja, das werden wir, ja. Gut, lass uns versuchen, etwas Schlaf zu finden. Ja, und Mora nickt und legt sich dann auch auf den Boden der Hütte und versucht, ein wenig Schlaf zu finden. Elena legt sich dann auch und etwas unweit, wenn die Hütte ist recht klein, dann quasi de facto neben Mora.
Kollegt ihn natürlich auch. Bis die andere wieder reinkommt. Und Jandrik auch eine Schlafstadt war, oder? Ja, wenn er zurückkommt von dem Gespräch, schaut er in die Hütte, versucht leise zu sein und legt sich in eine Ecke, die noch frei ist, und schläft auch. Die Hütte des Nekromanten steht mitten auf dem Schlachtfeld der Dämonenschlacht. Das ist ein Platz, auf der schon viel Leid und vor allem Tod und Blut gesehen hat. Sobald die Praios-Scheibe untergegangen ist, kann vor allen Dingen da draußen vor der Hütte wache stehende Astanio das Erwachen des Schlachtfeldes spüren, hören, wahrnehmen. Irrlichter, Schatten und schemenhafte Gestalten, die über das karge Land ziehen. In einiger Ferne noch, aber eure Hütte umkreisend. Eine dunkle Masse, die sich selbst vor dem Dunkel der Nacht noch abhebt und sich in die Höhe erhebt, eine Wolke formt über dem Todeswall. Kein Laut ist zu hören draußen, kein Tier, keine Natur, nur ein Wind, der durch die karg zusammengezimmerte Hütte weht und dadurch ein pfeifendes, heulendes Geräusch macht und gegen das Gebälk weht und die Hütte im Mark erschüttert, als würde der Wind dafür sorgen, dass sie gleich einstürzt. Irgendjemand, eine Riesin vielleicht, könnte ihn ausspeien, um die Hütte umzublasen. Und so wiegt sich die Hütte im Wind, in der Kälte draußen. Und Astanio stellen sich die Haare auf und schlingt sich vielleicht eine Decke um, um nicht zu erfrieren nachts nach draußen. Schmiegt sich ein bisschen vielleicht an die Hütte oder macht ein kleines Feuer. Versucht sich zu wärmen, so gut es geht. Zu bewegen. Und so tot, dass es fällt am Tage war. Ihr ist etwas, was Leben ist und doch kein Leben. Diese Schemen, diese Wolke. Lautlos. Nur das Heulen des Windes, in dem du jetzt Wimmern vernehmen kannst, Flehen, Todesschreie, Ferne, Schluchzen. Dieses Land, in dem ihr gerade schlafen wollt, ist das Land der Tagunitot, der dunklen Mutter, der Erzdämonin, des Schlafes und des Todes. Dies ist ihr Reich, auch wenn der Todeswall ihr nicht gehorcht. Und nun in der Hütte des Nekromanten und draußen werdet ihr Zeuge von der Macht der dunklen Mutter. Alle bis auf Jandrik und Osko quälen sich des Nachts mit Albträumen, wie sie sie noch nicht in ihrem Leben erträumt haben. Selbst Jelena, die den Horror der Schlacht und Drachen gesehen hat, Dämonen, wandelnde Dämonen gesehen hat und bekämpft hat, alles sucht sie in diesem Machtheim. Bei Osko und Jandrik ist es nicht ganz so schlimm. Aber auch ihr merkt, wie das Dunkel der Erzdämonen in eure Gebeine kriecht, aus dem Boden heraus nach euch greift,
in euren Träume eindringt und sie verzerrt zu einem grotesken Abklatsch dessen macht, was ihr träumen wollt und könnt. Für Jandrik kommt es so vor, als würde der Vater Boron selbst aus dem Traum herausgedrängt werden. Etwas nimmt sich seinen Platz im Traum. Aber Jandrik weiß, was Träume sind. Aktives Träumen. Jandrik hat es geübt in zahllosen Meditationsstunden. Jandrik behält die Kontrolle über seinen Traum. Und dennoch ist er mit dem Horror und dem Grauen dessen, was sich dort hineinschleicht, konfrontiert. Und es ist ein immerwährender Kampf im Schlaf, nicht übermannt zu werden. Für Osko ist es ein bisschen anders. Osko scheint auf einer Insel aus Licht zu stehen, zu sitzen, zu liegen. Der anfangs noch ruhige und schöne Traum wird auch hier grotesk verzerrt. Um ihn herum, in der Ferne. Selbst du bemerkst, dass etwas nach deinem Traum greift und ihn verzerrt und zerstört. Und dann sich seinen Weg sucht in deinen Kopf hinein. Aber er schafft es nicht. Das Wesen schafft es nicht. Es umkreist dich wie ein lauerndes Beutetier. Raubtier. Ein lauerndes Raubtier. Und du bist die Beute. Die Nackenhaare stellen sich auf. Du kannst nicht sehen, was dich umkreist, aber es ist da. Und in dem Moment, in dem du loslässt, in dem du deine Konzentration loslässt, in dem du nicht dagegen ankämpfst, wird es dich reißen. Wie das Lamm vor dem Wolf, so fühlt sich Osko im Traum. Während Mora und Elena mit allem konfrontiert werden, was sie jemals an Bösartigkeit, Grauen, Blut und Tod erlebt haben in ihrem Leben, um ein Hundertfaches gesteigert. Mora erlebt aus den Augen derer, die sie getötet haben, die Welt. Sieht sich selbst als grotesk verzogene Hexe. Und Jelena erlebt immer wieder den Verrat an ihren Geschwistern. Nieder und wieder das Todesgeschrei. Reißt die Augen auf. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Denn das Geschrei bleibt, selbst wenn die Augen geöffnet sind. Und Astanio draußen hört nicht nur das Gewimmer auf dem Schlachtfeld und die Schreie dort. Irgendwann hörst du die Stimmen von drinnen. Und du schaust vielleicht einmal hinein. Und sie wälzen sich im Schlaf in ihren Schlafsäcken umher. Wild, um sich schlagend, Elena. Astanio wird in Fötusstellung eingerollt, Mora. Wimmernd, Jandrik. Schluchzend, Osko. Astanio geht in die Mitte von allen, wird sich einmal niederknien, die Hände falten. So, jetzt sind wir nur noch zwei. Und schaut an die Decke. Wenn du wirklich noch da bist und wenn du wirklich noch irgendetwas tun kannst, nicht für mich. Ich weiß schon, dass du mich schon aufgegeben hast, aber dann lass wenigstens die Kinder hier deine Wärme spüren, Braios. Nur ein einziges Mal. Mehr verlange ich nicht.
Astanio, kommt es so vor, als würden die Worte widerhallen von den mit Leder umzogenen Wänden der Hütte. Aber das Wimmern und Stöhnen hört nicht auf. Dachte ich's mir. Und dann wird Astanio sich räuspern, um die anderen zu wecken. Keine Reaktion. Dann geht Astanio zu Elena und wird sie schütteln. Und Elena merkt im Traum, wie sie geschüttelt wird. Von ihrer Schwertgefährtin auf dem Schlachtfeld. Komm zu dir! Komm zu dir! Rücken an Rücken! Elena macht zieht ihren Säbel ein, ihren Schild, macht einen Schritt zur Seite, gibt den Rücken der Gefährtin preis, die sofort getroffen wird von dem Ansturm der Dämonen. Der Aufschlag schüttelt dich. Elena! 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 Was? Wer? Nein! Stirb, du Metze! Und sie wird halt dann auch selber auf diese Frau einschlagen, weil sie irgendwie total verblendet ist. Und das Tanne kriegt vielleicht dann in dem Moment auch eine geknallt oder kann den Arm vielleicht abfangen. Elena schlägt halt um sich. Sie ist irgendwie in Gedanken im Kampf. Und ja. Elena schreit dich an, Astanio, und reißt die Augen auf. Ein grauenvoller, verzerrter Blick, den du so bei ihr noch niemals gesehen hast. Und du kennst sie schon eine ganze Weile. Hass, Leid und Grauen. Für ein paar Sekunden, bis sie dich dann erkennt und ruhig wird. Immer noch am ganzen Leibe zitternd, ob der Erfahrung aus dem Traum, der sich so verdammt real anfühlt. Nur ein Traum. Aber die Schreie bleiben, Elena. Du hörst sie immer noch. Mehr als ein Traum. Du weißt es, wie es aussieht, wenn sie dir etwas schickt. Oder? Es ist nicht nur ein Traum, es war wie damals, exakt wie damals, als würde ich wieder auf dem Schlachtfeld stehen und Serapha hinterrücks erschlagen. Weil ich nicht ich selbst war. Es weicht auch deinem Blick aus. Zittert schweißnasse Hände. Astanio legt ihr die Decke, die er von draußen mit reingenommen hat, noch um und macht sich drauf und dran, den Rest auch aufzuwecken. Zuerst Jandrik, dann Osko und dann Mora. Das ist eine schlechte Idee, hier zu nächtigen. Aber ich fürchte, es wäre draußen vor der Schlachtfeld auch nicht wesentlich besser gewesen. Nein, mir ist nicht. Ihr alle werdet Jandrik? Von Astanio aus dem Grauen herausgezerrt. Es fühlt sich wirklich wie ein Herausreißen aus der Umklammerung einer schwarzen, dicken Suppe aus Teer an. Hier ist an Schlaf nicht zu denken. Nein. Der Schlaf macht es noch schlimmer, als wenn wir es nicht machen würden. Ja. Dann muss es ohne Schlaf gehen. Mhm. Dann müssen wir wach bleiben. Ja. Ihr seht auch, wenn ihr Elena anschaut, vielleicht im Licht von der Laterne, dass sie halt auch richtig kreidebleich ist, wie ihr sie noch nicht gesehen habt, in den Augen halt immer noch Schrecken, zwei so geweitet und total aufgelöst, immer noch zitternd und auch auf ihre Hände hin und immer die Hände hochhebend, starrend zu Fäusten ballend.
Das sind keine normalen Träume. Nein, nein, absolut nicht. Das ist schüttelt ein. Sie schaut tief in unseren Seelen rein. Und holt das Schwärzeste hervor. Unsere Ängste oder unsere Taten. Aber so schlimm war es noch nie. Wir sind in ihrer Zone? Ja, das merkt man. Während ihr euch da so unterhaltet, wird Astanio anfangen, die Einrichtung von des Nekromanten, zumindest alles, was aus Holz besteht, mit seinem Schwert klein zu hacken. So zu demolieren, sodass es gerade gute Holzscheite gibt. Wenn wir schon nicht schlafen können. Und Astanio legt seine Hand auf einen kleinen Haufen voll Holz. Und ihr seht, wie die Flammen aus der Hand in das Holz reinlodern. Dann wenigstens warm. Ja. Gut. Oskar, du hast doch bestimmt irgendwas, um euch zu stärken. Irgendwas. Ja, ich... Ja. Ein Moment. Oskar erhebt sich langsam, stützt sich dabei an den Wänden der Hütte ab und geht zu seinen Taschen. Ich müsste noch ein bisschen was da haben. Ja, hier. Nimm das hier. Und er reicht dir dabei eine getrocknete Hand, also eine Handvoll getrockneter Blätter. Das sind noch die Reste, die ich habe. Das ist ein bisschen Donf, Lulanie, das, was ich noch da hatte. Und das Tadio holt einen kleinen Topf aus seinem Gepäck hervor. Schmuddelig, bisschen zerbeult, aber zumindest kann man darin Tee kochen. Stellt den aufs Feuer, füllt mit seinem Wasserschlauch Wasser hinein und fängt dann an, aus den Kräutern Tee zu kochen. Das riecht gut. Ja. Wir müssen uns besprechen. Ich hätte einen folgenden Vorschlag, wenn wir das schon so machen, dass wir da reingehen müssen. Und ich sage es nur ein letztes Mal. Könnt ihr euch dazu entscheiden, nicht reinzugehen. Aber die Entscheidung lasse ich bei euch. Dabei. Meine Entscheidung hat sich auch noch nicht geändert. Meine ebenso wenig. Es gibt keine Wahl. Gut. Dann hätte ich einen Vorschlag zur Güte. Jandrik und Mora kennen sich am besten damit aus, wie man ungesehen irgendwo hinkommt. Besonders Jandrik konnte auf den Dächern in unserem kleinen Dorf ungesehen ein paar Kinder aus seiner Scheune stehlen. Elena und ich haben zumindest eine Art und Weise, wie wir uns verteidigen können. Das heißt, wir sind zum Schutz der anderen da. Und Orosko, du bist die seelische Stütze. Ich würde vorschlagen, dass sich Jandrik und Mora zusammensetzen, vielleicht irgendwie herausspähen können, einen Weg zu finden. Wenn wir halbwegs ungesehen rauskommen, wir werden es nicht schaffen, ohne dass uns jemand sieht. Da glaube ich nicht dran. Dafür ist die Fläche zu kahl. Dafür haben wir zu wenig Versteckmöglichkeiten, aber irgendwie irgendwas. Schatten, Steine, Abhänge, Löcher, wo Feuerbälle geschlagen sind. Irgendetwas, damit wir halbwegs ungesehen reinkommen können. Irene und ich kommen an uns ums Kämpfen. Ich habe den Namen vergessen. Die fliegenden Augen. Den ist... Entgeht nichts. Ich will nicht entkommen. Ja, also, ob wir jetzt gerade drauf zulaufen oder nicht. Wir gerade drauf zulaufen. Wenn wir die Decken benutzen. Was? Über uns unter den Decken verstecken. Ja. Aber das ist egal.
Der Wall weiß schon, dass wir auf dem Weg sind. Ja. Die Frage ist, ob er weiß, was wir vorhaben. Das ist eine gute Frage. Und wenn wir uns alle da... Die Frage ist auch, wie viel er sieht. Wenn wir uns alle unter den Decken verstecken und als Gruppe gehen, sieht er dann ein großes Tier, was auf ihn zukommt? Oder weiß er, dass wir das alle sind? Das versteht er. Meinst du das? Ich weiß es nicht. Einfachste wäre fast die Hütte anzuheben, uns mit der Hütte heranzubewegen. Aber wenn sich die Hütte bewegt, er weiß, dass wir in der Hütte sind, ist es... Nein, nein. Also ganz ehrlich, das Versteckspiel haben wir so lange gemacht. Meinst du nicht, es muss ein Ende haben? Es ist kein Versteckspiel, das nennt sich taktisches Vorgehen. Wir wissen noch nicht, was passiert, wenn wir näher gehen. Vielleicht sollten wir das erstmal ausprobieren. Was schlägst du vor? Eine oder zwei Personen versuchen sich ranzuschleichen. Am besten die schnellsten der Gruppe. Das heißt du und Mora. Ja. Und wir sehen, wie der Wall reagiert. Und wann er reagiert. Und dann können wir entscheiden, wie wir unseren eigentlichen Angriff planen. Wo ist denn die Karte? Trotz allem, so gut ich eure beiden Eigenschaften zwischen einschätzen kann, ihr braucht eine Ablenkung. In irgendeiner Weise. Wir müssen wissen, wie wir zu dieser Tür kommen und ob es überhaupt möglich ist, zu der Tür zu kommen. Wir müssen vorher näher rangehen an den Wall und schauen, wo die Tür ist. Wir haben die. Wir müssen uns aufteilen. Wo hast du jetzt die Karte hingeschmissen? Da. Elina steht auf und sucht mal nach der Karte. Dieses Gekritzel. Ist ja die Karte vom Wall. Nein, nicht die Karte. Die habe ich noch, die liegt sicher nicht irgendwo rum. Nicht deine Karte, denn die Kommand hatte doch auch eine Karte aus seinem Schreibpult. Die holt Elena. Also wo hast du gesagt, Astanio, ist das eine kleine Tür, oder? Astanio zeigt genau auf die Stelle hier. Das muss es sein. Was befindet sich in der Nähe dieser Tür? Sind da irgendwelche Ranken eingezeichnet, Fallen oder sowas? Wenn sich Elena jetzt die Karte noch mal anschaut, zusammen mit Astanio. Ranken sind quasi allgegenwärtig auf dem Wall. Was meint ihr? Brennen die Ranken gut? Schwierig zu sagen. Ich gehe davon aus, eher nicht. Sollten sie noch... Und Osko schaut sich dabei zwischen den anderen um. Leben, also noch eine lebendige Pflanze oder etwas dergleichen sein, dann brennen sie eher schwer. Ist es dagegen totes Material, brennen sie sehr gut. Es sind, denke ich mir mal, dämonische Ranken. Also ich bin da, weiß ja nicht, ob man mit normalem Feuer dagegen ankommt. Ich bin heiliges Feuer, heilige Waffe, gesegnete Waffen, definitiv. Wir haben ja nichts dergleichen. Weiß Beweine auch kein Experte von dämonischen Pflanzen. Aber ich denke, es würde sich ja schwierig zeigen. Müssen Sie halt kurz einen kleinen Schlag. Wenn ich dort mit einem Feuerball reingehe. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Dann müssen wir es anders machen. Die Ranken sind... Was hatte dein Nekromant gesagt, der alte Mann? Die Ranken saugen dir das Leben aus dem Leib. Das heißt, wir können auch nicht in den Nahkampf gehen. Nicht wirklich, wenn sie uns erwischen. Wir können auch hoffen, dass von der Gegenseite eben die aktiv werden und ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und er uns dann vernachlässigt. Naja, mir geht es eher darum, dass wir erstmal... Wir wissen gerade nicht, ob wir überhaupt dorthin kommen können. Oder wie der beste Weg dorthin ist. Ich möchte gerne wissen, deswegen hätte ich vorgeschlagen, dass Jandrik und Mora auskundschaften. Aber wenn die auskundschaften, müssen wir den Wall ablenken, damit sie nicht gleich draufgehen. Wie lenkt man einen Wall ab?
Das ist die Frage. Ich denke, egal was wir sind, ich glaube, das wird sich als schwierig erweisen, den Fall abzulenken. Steht nicht umsonst schon so viele Jahre. Schwierig, aber unmöglich. Nein, unmöglich ganz bestimmt nicht. Ich schlage also vor, wir versuchen es einfach. Ja. Also der Feuerball wäre definitiv, denke ich mal, eine Ablenkung. Die Frage ist halt, wie lange es brennt, aber der Nekromant hat mit seinen Feuerbällen ja auch Schaden gemacht am Wall. Und kannst du grenzenlos über diese Feuerbälle verfügen? Nein, du kannst dir das so vorstellen wie eine kleine Trankflasche. Irgendwann ist sie leer und sobald sie leer ist, dann ist auch die Lebenskraft vorbei. Dann sollten wir mit sowas sparsam sein. Wir werden das noch brauchen. Richtig. Ja. Was ich noch machen könnte, ist ein ganz normaler Flammenstrahl. Und am Wall herumrennen. Aber ich weiß nicht, wie weit die Ranken reichen. Ich glaube, dass das nicht nötig sein wird. Ich denke, wenn Mora und Jandrek vorsichtig sind und ich bin mir sicher, dass ihr beiden da wirklich bewandert drin seid, dann wird das schon in Ordnung sein. Am besten sollten wir drei eher die ganze Situation beobachten. Weil und wenn wir dann Hilfe brauchen, könnt ihr immer noch eine Ablenkung starten. Ganz genau. Oder wir kommen wir brauchen halt direkt ein Zeichen. Dann möchte ich mit euch beiden ein Zeichen ausmachen, damit wir genau wissen. Wann. Aber wenn wir beiden vorgehen und dem Wall vielleicht wirklich sehr nahe kommen. Nur weil man etwas nahe kommt, heißt nicht, dass man wieder davon wegkommt. Ja, das Zeichen ist, dass wir nicht mehr zurückkommen. Das ist ein sehr unschönes Zeichen. Das Zeichen. Ich meine, eine gute Falle funktioniert doch so, oder? Man geht da rein und kommt nie wieder heraus. Und dann hätte ich gerne so etwas wie einen Flammenstrahl oder so etwas, der mir den Weg freischneiden könnte. Oder direkt hindurch. Du hast doch in deiner Wundertüte bestimmt irgendetwas, was brennt, oder? Eine Flüssigkeit? Vielleicht? Ich denke, Fackeln sollten wir uns machen können. Alkohol? Ich sollte noch etwas haben. Die Sache ist, wenn ihr eine Ablenkung oder irgendetwas vonnöten ist der Art, spätestens dann sollten wir unsere Chance nutzen und zu dieser Stelle kommen, zu dieser Schwachstelle. Aha. Mora, ich glaube, eine zweite Chance. Schleuder umzugehen? Für mich? Für Osmo. Nicht schwer. Es benötigt viel Übung. Um wirklich feste zu treffen und um präzise zu treffen. Planänderung. Osko geht mit Jandrek. Der Junge kann das. Wir brauchen Mora hier, wir werden uns hier Stofffetzen nehmen. Steine gibt es hier bestimmt auf dem Feld genug. Und die Flüssigkeit wird von mir angefangen. Zur Not nehmen wir Knochenstücke. Zur Not nehmen wir Knochenstücke. Nur, dass ich das jetzt richtig verstehe. Dieser Plan sieht jetzt so aus, dass wir, ich und der Koch, zum Wall gehen, von irgendwelchen Ranken gefangen genommen werden und ihr uns dann niederbrennt. Habe ich das so verstanden? Nein. Nein. Du gehst mit einem Perine-Gläubigen und einer, der weiß, wie man zumindest in irgendeiner Weise einen Dämonen vielleicht in Schach halten könnte. Wir wollen doch nur schauen, wie es da aussieht. Mhm. Das ist deine Ausspähmission. Wir wissen ja trotzdem aber nicht, wie der Wall reagiert, wenn wir uns ihm nähern. Der Nekromant sagte, wir wissen sagte, auch dass nicht, wie nah wir dran können, ohne dass er sich regt. Ob er sich regt, ist ja auch die Frage. Der Nekromant erwähnt ja auch, dass er in irgendwelchen unregelmäßigen Abständen der Wall einfriert. Ich meine, wenn wir zu Sonnenaufgang uns dem Wall nähern, die Sonne mit Reuers Segen hält vielleicht den Wall ein wenig in Schach und wir sind auf der Ostseite. Das heißt, im Idealfall trifft die Morgensonne schön auf den Wall und hält ihn vielleicht den Dämonen in Schach. Wäre das nicht der Punkt, an dem wir angreifen? Wäre es nicht sinnvoller, jetzt auszuspähen und dann anzugreifen, wenn die Sonne Du willst schaut? Da rausgehen. Vergiss es.
Wir hatten es doch schon gestern geklärt. Die Ablenkung für uns wird der Angriff auf den Wall sein. Wir müssen aber von genau... Von der wir nicht wissen, dass der morgen stattfindet. Das ist reine Mutmaßung. Natürlich ist das reine Mutmaßung. Hast du eine bessere Idee? Wenn wir da einfach reinrennen, dann können wir die Chance auch gleich sein lassen. Dann können wir uns gleich alle hier stechen. Aber das tun wir doch sowieso. Ja. Dann lass uns es wenigstens mit der besten Chance tun. Aber... Weil Jendaks Vorschlag war, nicht dort einzudringen gleich. Wir wollen doch nur erstmal vorspielen. Ich will schauen, was da los ist. Wir schauen, was passiert, wenn ich mich ihm näher. Genau. Und ich begleite ihn dabei. Dabei würde ich bleiben. Jendrik und ich. Wir nähern uns. Leute, die wissen, wie man schleicht. Ja. Gut, dann möchte ich trotzdem ein Zeichen haben für den Fall der Fälle. Nur das. Mora, kannst du irgendwie wie ein Hahn krähen oder sowas? Ich weiß es nicht. Irgendein Rufzeichen wird uns schon einfallen. Einen Namen der Götter bei den Zwölfen? Ich glaube, das sollte man hier nicht zu laut sagen. Also ich glaube, das die beste Idee ist. Ja, irgendein Tierruf. Eine Krähe. Das sollte hier öfter mal vorkommen. Die Frage, ob wir es dann hören, wenn nicht noch andere unterwegs sind. Aber ich glaube, so gut sind wir nicht im Verstellen. Ja. Mora? Erinnerst du dich noch damals, als du mich gefunden hattest? Der Fahrer deiner Kutsche, der hat dieses Lied gepfiffen. Mora? Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Du weißt noch, wie es geht. Ja, dieses dumme Lied. Tagelang wollte es mir nicht aus dem Kopf gehen. Das werde ich. Die Hauptmelodie. Dann zeig es uns. Ungefähr so. Wenn du das pfeifst oder singst, die Tonfolge. Das erkennt man. Ja. Gut. Klingt gut. Dann passt auf euch auf. Aber nicht, sie gehen morgen früh, nicht jetzt. Oder willst du sie jetzt schon auf das Schlachtfeld schicken? Das überlasse ich ganz ihrer Planung. Also, ich würde sagen, dass ihr es vielleicht jetzt versuchen solltet, damit wir einen Sonnenaufgang für unseren Hauptangriff haben. Seid vorsichtig. Es ist ein Versuch wert. Und die Zwölfe mit euch. Bevor Jendrik geht, wird Astane nochmal zu ihm hingehen, ihm die Hand drücken und dabei etwas von der Hand streifen, sodass es nur Jendrik sieht. Das bringst du mir wieder. In seiner Hand wird ein kleiner Goldring liegen mit dem Zeichen des Praios drauf. Er schaut ihn etwas irritiert an, aber dann ballt er die Faust und verwahrt ihn in seiner Tasche. Ja. Gehen wir, Mora? Wir gehen. Viel Glück. Und Mora schlägt sich die Kapuze über den Kopf und schließt ihren Mantel, so wie sie das schon oft getan hat, sodass man nur noch ihre Augen sieht und das zieht das Tuch ins Gesicht. Jendrik huscht hinaus. Mora folgt ihm. Ihr Blick schweift über den Wall, der sich wahrscheinlich kaum absetzt von der Finsternis um sie herum. Jetzt in der Dunkelheit der Nacht ist der Wall kaum auszumachen. Kein Feuer oder so etwas brennt. Nirgendwo ist Licht. Aber irgendwas erleuchtet in der Ferne den Horizont. Auch wenn das Licht ganz schwach nur an irgendetwas Schwarzem, einer Wolke am Himmel einen Widerklang findet. Ganz weit weg
Irgendwo, vielleicht brennt dort irgendwo ein Feuer. Aber ob das auf dem Wall, am Wall oder hinter dem Wall ist, ist es schwer ausmachen. Aber mit euren geschulten Blicken könnt ihr das durchaus wahrnehmen. Was mag das sein? Im besten Fall Truppen, die hinter dem Wall lagern. Im schlechtesten Fall das Glimmen des Walls selbst. Lass uns näher ran. Hendrik schleicht voran. Jetzt, wo er euch durch die Dunkelheit bewegt, wird das Schlachtfeld wieder aktiver. War es zuvor nur eine schwarze Einöde, durch die ihr die ersten Schritte gemacht habt, kommt nun ein Unleben in die Gegend. Ja, auch ihr hört das Stöhnen und Wimmern, die Schreie aus der Ferne, die Lichter von Gestalten, halb durchsichtig. Versucht euch davon fernzuhalten. Zielstrebig, immer Richtung Wall laufend. Wer läuft vor? Oder läuft ihr nebeneinander gleich auf? Ich glaube, Jandrik würde vorlaufen. Wenn das okay ist, ja. Und ja, nur in 2-3 Schritte hinter ihm Mora, die darauf bedacht wäre, sich auf ihre Schritte zu konzentrieren, dort, wo man hintritt, und nicht so sehr ablenken zu lassen. Der Boden ist rau, steinig, tot. Aus Erzählungen wissen Jandrik und Mora, dass hier das große Omegatherion damals gewütet hat. Das Antileben, mit dem der große Dämonenmeister Borberat die gesamte Welt durchziehen wollte und ihm die Lebenskraft aussaugen wollte. Das Anti-Sein war hier. Und das fühlt man durch eure Stiefel hindurch. Es ist wohl irgendwie besiegt worden, so heißt es, aber irgendwas ist hier immer noch. Und seien es nur die Toten. Und ihr müsst trotzdem aufpassen, wo ihr langlauft, denn je näher ihr dem Wall kommt, desto mehr Knochen und Schädel zieren euren Weg. Verwesung. Geruch nun in der Luft. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht stolpert in der Dunkelheit. Jandrik läuft vor und ist sich dessen ganz gut bewusst, dass er nicht einfach fallen kann. 2 Schritte nach vorne. Nach vorne sehen. Nach unten sehen. 2 Schritte nach vorne. Immer wieder zwischen vorne und unten. Der Blick huscht hin und her. Und da passiert es. In dem Augenblick, in dem er nach unten sieht und Mora ihn von hinten noch anblickt, siehst, wie er den Kopf senkt, um sich gewahr zu werden, wo lang er läuft, manifestiert sich vor ihm ein großes Schlachtross wie aus dem Nichts und jagt auf ihn zu. Jandrik hebt wieder den Kopf, um nach vorn zu sehen, und dann wird es ihm gewahr. Ein Schlachtross reitet auf dich zu. Ich packe Jandrik. Ich packe ihn und reiße ihn zur Seite. Ja, Jandrik hätte es nicht mehr alleine. Er hat damit nicht gerechnet. Er starrt das Schlachtross an, will irgendwie zur Waffe greifen, statt auszuweichen. Dann kann nur noch Mora handeln. Instinktiv wirft sich Mora nach vorne, zieht Jandrik zur Seite. Fast wäret ihr mit dem Schlachtross zusammengestoßen. Ihr merkt die Nähe, spürt das Wesen. Es huscht an euch vorbei, streift Jandrik nur noch an der Schulter, reißt ihn halb herum. Und so bleibt Mora, die ihn zu Boden gezerrt hat, auf ihm liegen. Er starrt sie an, schaut ihr in die Augen. Seine Hände haben ihre Schultern umklammert, ganz eng aneinander. Das nicht bewegen.
Und sie schaut erst auf Jandrik, der unter ihr liegt, und dann wieder über die Schulter, um dieses Wesen zu beobachten. Es ist schon wieder verschwunden. Irgendwie umdreht. Gut. Los. Wieder auf die Beine. Und sie rappelt sich auf und zieht ihn oder reißt ihn mehr oder weniger auf die Füße. Wo kam das her? Ich habe es nicht gesehen. Es war, aus dem Nichts. War plötzlich da. Ist das echt? Ist das eine Geistererscheinung? Was? Du hebst ihm auf die Beine und ihr steht beide mit wackeligen Füßen immer noch an das Denken, was euch gerade passiert ist. Wackelige Füße, denkt ihr? Schaut Richtung Wallscheid zurück zur Hütte. Und dann bewegt sich der Boden unter euch. Was? Irgendetwas was? Bricht unter euch hervor, etwas Großes. Ja, Dreck springt zurück, zieht nun seinerseits Moran nach hinten. Man hört Geröll unter euch in Wallung geraten. Sie blickt sich hektisch um. Wo kommt das her? Wo bewegt sich der Boden? Wo kann man noch fest stehen? Zwei Schritt rechts von dir heben sich zwei, drei, nein, mehrere, vier, fünf große Finger aus dem Boden. Es scheint, als würdet ihr in einer riesigen Hand stehen. Sie gräbt sich aus dem Boden heraus und hebt euch in die Höhe. Offenen Handfläche steht ihr. Er will zum Handgelenk, wenn möglich, darunter rutschen mit Mora an der Hand. Ja, sie lässt sich mitreißen. Komm, weg hier! Was ist das für eine Hexerei? Schnell! Ihr rutscht einmal an dem Arm oder was es auch immer es ist, zu Boden. Fühlt wieder den richtigen Boden unter den Füßen und seht nun, wie direkt neben euch, vor euch, um euch herum, sich etwas Riesiges aus dem Boden gräbt. Da lang, hier lang, schnell! Schnell! Und sie hastet ihm hinterher. Hinter euch hört ihr, wie irgendwie der Boden bebt. Ihr fühlt es unter den Füßen. Lauft, lauft schneller, schneller und schneller, nur weg von dieser Gestalt. Mora ist viel schneller als Jandrik, viel wendiger, viel kleiner, leichter. Überholt ihn. Und dann sieht Jandrik sie von hinten stürzen. Es ist, als hätte die Dunkelheit sie verschluckt. Sie auf einmal ist sie weg, vor deinen Augen. Kurz nach vorne gefallen und nun weg aus deinen... Du bremst und Nein! Bleibst instinktiv vor dem Abgrund Jandrik! Stehen, in dem Mora gerade gefallen ist. Mora! Mora, wo bist du? Ich starre nach unten. Kann ich sie sehen? Sie hängt an etwas, wo sie gerade noch ihre Hand ausstrecken konnte. Ich mit schnelle aller vor, Kraft meine Hand! Jandrik! Sie sich fest schnell! An einem schnelle großen... Vor, pack ihr Handgelenk! Knochigen Arm. Komm ich ran. Aus der Seite der Fallgrube wächst ein Arm, ein knochiger Arm, an dem du dich erst festhalten können. Jandrik ist einen halben Schritt über dir und reicht dir seine Hand. So richtig hin, du musst dich hochhieven. Ich versuche ihn zu packen. Ich lasse nur zögerlich mit einer Hand los, diese Knochen und... Versuche ihn irgendwie zu packen und seine Hand zu greifen. Ja, der greift zu, ihr Handgelenk, und will sofort ziehen. Hinter euch das Grummoren des Riesen, der sich aus dem Boden herauswühlt. Und dann hieft sich Mora hoch. Mit den Füßen ab. Nimm meine Hand. Ja, er zieht das mit Herz, aller Kraft. Das Herz Moras pocht, sie stehst, sie nimmt alle Kraft zusammen, reißt sich selbst an diesem merkwürdigen herauswachsenden geraden Arm aus Knochen herhoch, zieht und versucht, Jandriks Hand zu greifen, als sie sich gewahr wird, dass da auch ein Gesicht an der Fallgruben ist. Du packst Jandriks Hand und schaust in das skelettierte Gesicht, das aus dem Boden, aus der Wand ragt. Und dich mit glühenden Augen anblickt. Und dann schließt sich die skelettierte Hand um deinen Schenkel. Jandrik zieht. Du aus aller Kraft. Du wirst hochgehievt und gleichzeitig von unten gegriffen und zurückgezogen. Jandrik, irgendetwas zieht an Namora.
Ich versuch's zu erkennen. Was ist das? Komm ich ran! Eine knochige Hand an ihrem an ihrer Ferse. Du musst dagegen treten! Ein Skelett aus der Wand. Ich versuch es! Komm schon! Mit der anderen Hand versuche ich runterzugreifen. Ich lass dich nicht los. Versuche irgendwie ihren Unterarm noch zu greifen und ziehe. Kralle mich mit den Fersen hinten in den Boden. Als Mora merkt, dass Jandrik wirklich nicht loslässt und ihre rechte Hand wirklich fest umklammert hat, lässt sie mit der linken den Knochen los, an der sie sich gekrallt hat. Und vertraut darauf, dass Jandrik sie festhält und die ihre Hand gepackt hat. Dann nestelt sie hektisch an ihrem Gürtel und nimmt das Beil, zieht es heraus und versucht mit einem behenden Schlag nach unten diese Krallen zu schlagen, die ihren Knöchel umfassen und sich irgendwie frei zu schlagen. Du schlägst mit dem Beil nach unten, ungelenk, hastig, schnell, es muss schnell gehen. Von oben zerrt Jandrik, von unten wirst du selbst gezerrt. Hoffentlich trifft das Beil nicht deinen eigenen Fuß und du hackst dir aus Versehen selbst den Fuß ab. In all der Schnelle und zack, schon ist es passiert. Kein großer Widerstand, du triffst die dich haltende, skelettierte Hand und ein markerschütternder Schrei bohrt sich durch deine Ohren und Jandriks Ohren. Das Gesicht vor deinem Schmerz verzerrt. Du hörst, ich bin noch nicht tot. Und da ruckt dich Jandrik nach oben und du kommst tatsächlich am äußersten Rand der Fallgrube zu liegen. Hinter dir immer noch die schwarze Leere der Fallgrube und dieses Wimmern. Ich bin noch nicht tot. Meine Hand. Die Erde bebt, als der große Riese hinter euch sich vollständig aus dem Boden erhoben hat. Und ein Brüllen loslässt. Völlig entgeistert zu diesem Riesen, dann zu der neben ihm liegenden Mora. Ich bin noch nicht tot. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Schnell, schnell. Steht auf, zieht nun sie nach oben. Kannst du gehen? Er schaut zu ihrem Fuß. Ja, und sie schaut auch etwas verdattert auf ihren Fuß. Wahrscheinlich nur eine Kerbe im Stiefel. Die Hand hält dich immer noch fest, aber sie ist halt ohne ihren Arm nur an deinem Fuß. Sie schlägt noch mal zwei, dreimal auf diese Hand, dass sie bloß loslässt. Aber verschwindet nicht so viel Zeit darauf. Schnell, zurück! Zurück! Und Jandrik zieht sie schon in die Richtung. Einem mächtigen Schlag schlägst du nach der Hand, triffst die Hand und deinen Fuß, fügst dir selber einen dicken blauen Fleck zu, als die Knochen gegen deinen äußeren Stiefel scheppern. Und mit voller Kraft hast du geschlagen und du hörst das Knochen brechen und die Hand lässt los. Und Jandrik zieht dich im gleichen Augenblick nach vorne. Ihr stolpert um die Fallgrube herum. Und hört nur noch den aufstampfenden Riesen hinter euch, wie er in die andere Richtung davon stürmt, von euch weg. Wenn ich das merke, bleibe ich nach einigen Schritten stehen, gehe in die Hocke, vielleicht hinter einem, keine Ahnung, irgendetwas, was vielleicht Schutz bietet. Okay, da wie weit ist die Hütte weg? Es ist einfach nur flache, steinige, vielleicht auch knochiger Boden. Weiß dann es nicht, ich habe kein Licht. Dann dücke ich mich zu Boden. Kreust dich auf den Boden, versuchst die Hand in den Boden zu greifen, auf verwahrtes Sand oder Steine zu fühlen und es ist knochig auf dem Boden. Du hebst einen toten Schädel nach oben. Das ist die Hölle, ja. Das ist der denkbar schrecklichste Ort, den ich mir vorstellen kann. Ja. Wie geht es dir? Er schaut sie an. Bist du verletzt? Nein, alles gut. Wir müssen zurück.
Wir müssen zurück zu dieser Hütte. Aus der Schwärze der Nacht schälen sich einige Gestalten. 3, 4, 5 auf eurer rechten Seite. Zwischen euch und dem Wall, schräg vor euch. Auf euch zuwartend, langsam, ungelenk. Wie weit sind wir bis zum Wall gekommen, von der Hütte weg? Oh, 2. Bis das passierte. 3/4 habt ihr geschafft. 3/4. Ich merke mir das. Merk mir ungefähr die Stelle, die Wand, als das ist alles schon anfing. Deutlich zu sehen. Hoch ragt der Wall vor euch auf. Gott, lass uns zurück. Aber er hat sein Schwert schon gezogen. Lässt diese Männer, diese Gestalten, was auch immer es ist, nicht aus den Augen. Sie bewegen sich nur langsam. Und Mora fängt sofort an, sie huscht nach vorne, hält auf die Hütte zu und versucht, diese Gestalten links liegen zu lassen. Einfach an ihnen vorbei. Ja, sie sind zwischen euch und dem Wall. Das heißt, ihr lauft von ihm weg, wenn ihr wieder zurücklaufen wollt. Ja. Das heißt, Mora... Dann beachtet sie nicht weiter. Mora huscht nach vorne, wieder Richtung Hütte und hört dann dieses kleine Flügel schlagen, ehe sie mit dem Kopf vor irgendetwas vorschlägt, irgendetwas Festes und Hartes. Schlägst du die Stirn auf, platzt auf und Blut rinnt in dein Sichtfeld. Jandrik sieht, wie Mora auf einmal zurückstolpert, als wäre sie gegen irgendwas was Unsichtbares gegengelaufen. Und dann hört auch er das Flügel schlagen. Um euch herum. Flügel schlagen. Ich habe das Schwert gezogen. Blick mich um. Sie hebt ihr Beil. Sie blickt sich panisch um. Reibt sich das Blut aus den Augen. Reibst dir das Blut aus den Augen, öffnest weit die Augen in der Dunkelheit. Die Pupillen weiten sich, um etwas wahrnehmen zu können. Du siehst das Glimmen einiger geisterhafter Gestalten in der Ferne. Hinter dir kannst du Jandrik atmen hören. Und dann siehst du das riesige Auge vor dir. Genau vor dir, auf einer Nasenspitzeshöhe, klimpert es dich an. Sie schreckt zurück, sie stolpert quasi nur nach hinten, fällt wahrscheinlich auch hin, in den Staub, in die Knochen und schlägt wild jetzt mit dem Beil vor In deinem Kopf manifestiert sich ein Wort. Horribus. Und deine ureigenen Ängste manifestieren sich in der Pupille des Auges. Du siehst durch es hindurch und siehst das, wovor du am meisten Angst hast. Nein, 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 nein. Und sie lässt wahrscheinlich auch ihr Beil in dem Moment los und greift sich ins Gesicht und windet sich nur noch und schreit. Wenn Jandrik das sieht, springt er vor und möchte der Kreatur das Schwert ins Auge stechen. Es ist ja nur ein Auge, aber ja. Ja. Ja, genau das tut er. Er springt vor, stellt sich quasi, versucht zwischen Mora und das Auge zu geraten. Du wirst uns nicht aufhalten, und sticht mit aller Kraft das von Jelena geschenkte Schwert in das Auge hinein. Du hast es dir nicht so vorgestellt. Du hast ein fliegendes Auge, was kann das schon für einen Widerstand leisten? Aber es ist, als würdest du das Schwert gegen eine feste Mauer pressen. An aller Kraft und mit aller Geschwindigkeit, die du aufgebaut hast, rammst du deinen Säbel, den von Elena, mitten in die Pupille des Auges hinein. Es gibt ein Funkengestieber vor deinem Auge, es blendet dich fast. Heiß wird der Säbel in deiner Hand. Heiß und kalt gleichzeitig. Und ich lass nicht los. Du lässt nicht los. Du reißt den Säbel nach oben, nach unten, zur Seite. Versuchst es zu verletzen, drehst es in der Wunde. Der Säbel ist tief in die Pupille des Auges eingedrungen. Du hörst ein elendig. Hohes Knirschen und Kreischen und Fiepen in deinen Ohren.
Und dann erschlaffen die Flügel des Wesens. Und mitten auf dem Säbel aufgespießt hat Jandrik das tote Auge, das nun langsam in schwarzen Schleim zerfließt und auf den Boden tropft, an der Klinge entlang. Ich schlenker die Klinge einmal zur Seite, sodass das Auge zur Seite wegfliegt auf den Boden. Dann drehe ich mich zu Mora um. Schau sie an. Fass sie an die Schulter. Mora! Mora, wir müssen weiter! Ja, Mora. Ja. Ja. Und sie blickt sich verwirrt um, kommt jetzt erst richtig zu Sinnen und tastet durch den Boden und findet das Beil wieder, kommt irgendwie auf die Beine, stolpernd. Aber den Knöchel immer noch wehtun, weil du dir selbst davor geschlagen hast. Der Kopf wehtun von der Platzwunde. An Jandriks Oberarm und lässt sich weiterziehen. Weiter, sie stolpern. Wir müssen zurück. Ihr stolpert ja, mehr, als dass ihr lauft, Richtung Hütte zurück. Und dann seht ihr ein großes Areal, ein Feld vor euch, beleuchtet durch irgendein merkwürdiges, violettes Schimmern. Und es graben sich unzählige Hände aus dem Boden. Skelettierte und mit fauligem Fleisch bewehrte Hände. Ihr könnt es gerade noch so abbremsen und darum herumlaufen, aber es ist ein bestimmt 5x5 großer, schrittgroßer Kreis. Oder Quadrat oder... Ihr habt nicht die Zeit, danach zu sehen. Ihr umrundet es einfach. Was? Nein. Oh Gott, schnell. Weiter. Leise. Ja, und weiter. Leise, aber schnell. Versuchen, an dem Rand entlang zu kommen. So schnell wie möglich Richtung Hütte. Und nach Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten des Rennens und Laufens, ein paar Mal habt ihr gedacht, die Hütte vor euch würde sich zurückbewegen von euch weg, aber ihr seid erleichtert, als ihr sie endlich nach unendlich gefühlt langer Zeit erreicht. Und ihr seht Astanio, wie er vor der Hütte steht, in eure Richtung blickt. Taumelnd, völlig entgeistert, mit panischen Augen kommen wir an. Jandrik atemlos, schaut wieder zu Mora. Passiert? Wie? Was ist passiert? Okay. Jandrik geht neben Astanio zu Boden, setzt sich. Schau nach ihr. Osko muss nach ihr schauen. Sie ist verletzt. Bist du okay? Ich bin okay. Osko! Ja. Raus! Mora ist verletzt. Erst jetzt wird sich Jandrik bewusst, dass seine Hand schmerzt, indem er den Säbel festgehalten hat. Du hast ihn immer noch umklammert, den Säbel. Immer noch zur Abwehr in der Hand. Du lässt das erste Mal, seit du damit zugestochen hast, den Säbel los. Und deine Handfläche ist verbrannt. Von innen verbrannt. Nur der Finger, an dem du Astanios Ring hattest, nicht. Er ist als einziger unversehrt. Ich schaue auf die Hand. Völlig entgeistert. Schmerzen. Aber ich verberge es noch. Sie sollen sich um Mora kümmern. Osko stürmt heran und schaut sich Mora immer genauer an. Du siehst eine klaffende Wunde auf ihrer Stirn und Blut, was ihr immer wieder in die Augen läuft, was sie wegwischt und dadurch das Ganze wahrscheinlich noch viel grotesker aussehen lässt. So, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Und Osko? Sie stolpert quasi nach vorne und setzt sich irgendwo hin und lässt ihr Beil zum ersten Mal fallen. Versuch dich zu entspannen. Atme tief durch. Nase ein, Mund aus. Brauchst du Hilfe? In irgendeiner Weise.
Nein, alles gut. Es sollte funktionieren. Und Osko greift mit seiner rechten Hand in einer seiner Taschen, holt einen Verband hervor, der er schon sorgfältig vorbereitet hat. Mit der anderen greift er sich unter seine Robe, zieht an der Kette, zieht sie ab und hält das hölzerne Symbol der Pyreien in der Hand. Er wickelt den Verband, den Kopf, versucht ihn zu befestigen. So eine Art Druckverband, ist aber am Kopf ziemlich schwer. Er zog ihn gut fest. Mora, halt da mal kurz fest. Mm, so? Ja, genau so. Er schließt die Augen. Mit der rechten Hand hält er jetzt gerade das Buch in der Hand, das er schon so oft in der Hand gehalten hat. Mit der linken Hand geht er kurz an die Stelle an Moras Stirn und hält sie ganz kurz darüber. Der Wundsegen. Gnädige Pereine, göttliche Heilerin, schenke diesem Leib deine Kraft. Und er konzentriert sich fest, probiert alle seine Kraft, die er noch hat, zu kompensieren und auf diese eine Stelle zu fokussieren. Pereine, gnädige Pereine, göttliche Heilerin, schenke diesem Leib deine Kraft. Ein hohes Knirschen und Fiepsen klingt in allen euren Ohren. Ein großes Klingeln. Es raubt euch sämtliche Orientierung. Ihr müsst euch die Ohren laut zuhalten. Nur Osko hört es nicht. Oh. Und dann spürt Mora, wie das Fiepen langsam nachlässt. Langsam und bedächtig nimmst du die Hand von der Schläfe, von den Ohren. Wischst dir noch einmal über die Stirn, wo die Wunde war. Und fühlst keinen Schmerz mehr. Keine Wunde mehr. Vor Oskos Augen hat sich die Wunde geschlossen. Und sie blickt Osko wirklich ungläubig an. Der fällt nach hinten. Genau auf den allerwertesten, vollkommen außer Kraft. Und betrachtet nur als Osko hinten übergefallen den Anhänger der Pereine. Hinterlässt er zwei Fußspuren auf dem toten Boden, dem nun ein paar Grashalme wachsen. Als Astanio die Szenerie sieht, wird er zu Osko stürzen, ihn aufrichten. Junge, Junge, ich hab mich geirrt. Du hast eindeutig was drauf. Du hast eindeutig was drauf. Und das Astanio fängt an zu lachen und wird den Staub ihm von dem Rücken klopfen. Und ihn einmal schütteln und ihm immer wieder sagen, wie toll er das gemacht hat. Und gut gemacht, Junge. Gut gemacht. Gut gemacht. Osko wirkt, als du ihn schüttelst, etwas abwesend. Er starrt leicht schräg nach oben zum Himmel, zum dunklen Himmel. Seine Augen wirken etwas ziellos. Und er murmelt. Meister, fühlt es sich so an? Und dann erst wird er gewahr, dass er Astaun ihn gerade umklammert. Mora. Mora, geht's dir gut? Alles in Ordnung? Mir geht's besser. Der Rhein ist bei uns. Der Rhein ist bei uns. Was ist passiert? Es ist noch nicht vorbei. Jadrik schaut in die Dunkelheit. Diese Hände, diese Kreaturen, sind sie uns gefolgt? Dieser Riese. Ein Riese? Elena tritt von hinter dem Feuer hervor, hat den... Ein Gigant. Hat sich aus dem Boden geschält. Oh. Ist er in unsere Richtung unterwegs? Nein. Zum Wahl ist er.
Aber da sind noch andere Kreaturen. Das ganze Schlachtfeld ist durchsetzt mit ihnen. Ich hab's befürchtet. Der Boden, es ist keine Erde, es sind Knochen. Das sind Hände, die aus dem Boden ragen. Wir können da nicht durch. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen sollen. Nicht in der Dunkelheit. Wir müssen wirklich bis zum Tag warten und uns dann direkt aufbrechen, sobald die Sonne sich bahnbricht. Aber selbst dieser Nekromant hat gesagt, dass er ab einem gewissen Punkt immer aufgehalten wurde. Wieso? Naja. Wir lassen uns einfach nicht aufhalten. Er war vielleicht auch einfach ein Schisser. Haben sich nicht getraut. Du hast nicht gesehen, was wir gesehen haben. Du hast es nicht gesehen. Es ist eine Macht, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich habe davon geträumt. Ich habe immer und wieder die Szene gesehen meines Verrats von damals. Und Elena Schlimmeres. Hat auf diesem Schlachtfeld gekämpft. Ich habe hier gekämpft. Ich weiß, was hier abgelaufen ist. Jeder, der gefallen ist von uns, auf unserer Seite, stand wieder auf. Das heißt, sie sind jeder. Elena, sie sind noch hier. Ja, warum soll, egal auf welcher Seite sie gefallen sind. Und sie stehen zwischen uns und diesem Wall. Heute Nacht. Wir wollen hoffen, dass wir morgen früh, der Tag, keine mehr da sind. Oder wenn dann noch weniger. Das Schlachtfeld war ja ruhig. Wir sind eine ganze Weile gelaufen. Es schien so ruhig. Wir sind durch die Nacht gehuscht wie Schatten. Wie weit seid ihr rangekommen? Ein Drittel ungefähr. Ja. Oder drei Viertel, ich weiß es nicht mehr. Dann bebte der Boden und es tat sich auf und sie waren überall. Seid ihr euch sicher, dass sie überall waren? Oder hat euch wer beeinflusst? Es war der Riese, dann kamen irgendwelche untoten Gestalten, dann kamen die Hände aus dem Boden, ein ganzes Feld voller Hände, das aus dem Boden ragt. Wo? Dann kam dieses, dort hinten. Er zeigt in die Richtung, an die er sich erinnert, und dann zeigt er seine Hand, seine verbrannte Hand. Was hast du gemacht? Und dann kam das Auge. Was ist passiert? Eines dieser Augen, es ist in den Weg, es hat irgendwas mit Mora gemacht. Mora, was hat das mit dir gemacht? Ich weiß es nicht, es war wie, als wären alle Albträume plötzlich wahr und als könnte man nicht aufwachen aus einem Traum, der nicht enden will. Ich habe es getötet, aber als meine Klinge in es hineindrang, da fühlte ich diesen Schmerz. Es war wie Feuer und Eis zugleich, die meine Hand zersetzen. Ich habe mich losgelassen. Das, was es einen sehen lässt, das ist noch schlimmer als die Hände, die sich aus dem Schmutz graben. Es ist noch schlimmer. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen gemeinsam. Wir können nicht. Wir haben nur einen Versuch. Hendrik, wir müssen da durch und... Zeig mir deine Hand. Er zeigt sie. Astanio wird sich die Hand ganz genau anschauen. Wie schaut sie aus? Verbrannt, ja. Die Innenseite der Hand ist verbrannt, bis auf den Finger, an dem ein Ring von Jandrik getragen wird. Wie hast du das Schwert gehalten? So wie ich es immer halt. Spreizt du einen Finger ab beim Schwert halten? Nein. Ich glaube, das war das Pariahs-Zeichen, das den Finger geschützt hat. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Vielleicht schützen uns die Götter. Vielleicht müssen wir uns mit Siegeln eindecken. Vielleicht ist das Einzige, was hilft. Habt ihr eure Speere noch? Ja. Natürlich. Meine hat mittlerweile auch ein Symbol drauf. Astanio ignoriert die... Das ist vollkommen legitim, Elena. Es sieht nicht gut aus wie bei den anderen, aber es ist eins drauf. Mein Säbel, der ist auch bereit. Dein Säbel wird dir nicht sitzen.
Egal, er ist trotzdem bereit. Es ist die Waffe, mit der ich besser umgehen kann. Es ist egal, mit welcher Waffe du besser umgehen kannst. Es geht darum, ob diese Waffe göttlich geschützt ist oder nicht. Da hilft dir dein tollster Säbel auch nicht. Wir können den, wenn wir, ob wir jetzt die Speere weihen oder meinen Säbel mit weihen, wenn wir uns denn das zutrauen, wenn, schau es dir an, was Oskar geleistet hat, wenn wir die Götter um Hilfe erflehen, den Segen für unsere Waffen, ist es gleich, wie welche Waffen zu tragen. Wie willst du den weihen? Willst du irgendwas eingravieren? Ja, einfach zu den Göttern beten, dass sie diese Waffe stärken, mit ihrer Macht erfüllen. Ich habe zu den Göttern gebetet, dass ihr auf euren Albträumen erwacht. Ich durfte euch hier rausschütteln. Es bringt ja nichts. Trotzdem, der Ring hat was gebracht. Der Ring hat eine Eingravur. Hier. Und Astanio zieht Jandreks Hand vielleicht ein bisschen unsanft entgegen. Entschuldigung. Da. Jeder zieht ihren Säbel. Hier ist das Symbol der Rondra drauf. Ja, schön. Dann sagt es vorher. Ich glaube, hier brauchen wir mehr als ein paar Symbole. Unseren Glauben. Ich bin auch dafür, dass wir, bevor wir aufbrechen, an alle 12 beten. Ja. Wir brauchen eine gemeinsame Liturgie. An alle Götter. Wir gemeinsam, jeder, zusammen. Das haben wir doch gesagt, oder? Nur gemeinsam schaffen wir das und nur gemeinsam können wir beten. Wenn wir es nicht tun, dann sterben wir. Mit höherer Wahrscheinlichkeit, ja. Und dass die 12 uns hören, das habt ihr gesehen. Und sie zeigt mal auf ihre Stirn. Was war mit deiner Stirn? Ich habe auch nur beten gehört und das Gras das hier ist grün. Das ist ein Wunder. Asko, ich glaube, es wird Zeit für deinen besten Tee. Ja, da sollte sich was machen lassen. Ich schlage vor, jeder bereitet etwas vor. Etwas, das er mit sich selbst und seinem Gott und seiner Göttin verbindet. Wir verbinden unseren Glauben in einer einzigen großen Liturgie. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, gegen das da, gegen diesen Wahnsinn. Vielleicht merkt der eine oder andere, wie sich Astanio leicht von der Gruppe abwindet. Astanio. Lena geht 3 Schritte, liegt in die Schulter. Komm schon. Es bringt nichts. Lass uns mögen sie ja noch hören. Trotzdem, wenn du mit uns betest, Astanio, bitte, wir brauchen deine Unterstützung. Du musst ja nicht zu Preios beten, das machen dann wir. Sei einfach anwesend. Das heißt, wenn du ist dir vielleicht nochmal in den Sinn gekommen, sobald ich anwesend ist, dass es dann überhaupt nicht klappt? Preios ist mit uns, du hast den Ring gesehen. Klar, er trägt das Symbol, er ist geweiht, aber tu es für uns. Wir wollen einander vertrauen. Bitte, mach uns nicht. Du hast so weit gut gesprochen, die letzten, bevor die beiden aufgebrochen sind. Grenz dich nicht wieder ab. Astanio legt den Kopf in den Nacken. Deine letzte Chance. Oh Gott. Letzte Chance. Komm. Glaubst du wirklich, du kannst mit Breyers verhandeln? Du hast gebetet, Astanio. Und das ist das Ergebnis. Es ist nicht irgendeine Eingravur, wenn es so einfach wäre. Wenn es so einfach wäre, dann würden wir uns vollmalen mit irgendwelchen Symbolen und dann würden wir den Waller stürmen. Nein, du hast gebetet im vollen Glauben an deinen Gott. Und es hat meinen Finger beschützt. Keine Gravur kann das. Lassanio geht ins Haus und holt das restliche Feuerholz. Gut. Und als Astanio wieder rauskommt, sieht er ihn mit einem ganzen Arm runter, mit Feuer, mit Holz
Er hat das Bett des Nekromanten noch kaputt gemacht. Mich verbindet das Feuer. Was verbindet euch? Ich zieh meinen Ärmel hoch und dann weich die drei Narben an dem Arm. Und mein Schwert, mein Glaube. Wir sollten beten. Ja. Und das Tanjo lässt das Feuer anzünden. Die Flammen züngeln um das Brennholz. Ein großes wärmendes Feuer vor der Hütte. Auf dem steinigen, toten Boden. Die paar Grashalme, von denen Osko eben noch gestanden hatte, sind schon wieder verwelkt. Aber das Feuer lodert warm und hoch. Und dann wird Astanio Jandrik seine Hand reichen. Zusammen. Jandrik nimmt sie, greift auf der anderen Seite Moras Hand. Sie nimmt Oskos Hand. So Elenas. Elena nimmt dann, reicht in ihre Hand, schließt den Kreis, indem sie Astanios Hand greift und irgendwie unbewusst verschränkt sie wirklich ihre Finger in sein, also nicht bloß einfaches Handreichen, sondern sie verschränkt die Hände ineinander. Gut. Wer fängt an? Osko. Oh, ihr Zwölfe. Eurem Beispiel wollen wir folgen. Gütige Herren Pareine, wir erbitten deinen Schutz. Gib uns die Kraft, gib uns die Ausdauer, gib uns den Willen, dein Werk gesund und voller Eifer zu verrichten. Dir zu Ehren kämpfe ich und streite ich. Dir zu Ehren nur in deinem Namen. Dir zu Ehren lebe ich. Dir zu Ehren sterbe ich. Dir zu Ehren bis in Ewigkeit. Deinem Worte zu gehorchen nur lebe ich. Deiner Ehre widme ich mein Streben. Deinem Willen geweiht. Dir zu dienen bereit. Herrin Rondra, bis in Ewigkeit. Also, mein Vater sagte immer, Fex gibt, was du dir nimmst, und nimmt, was du dir nehmen lässt. Also bitte ich heute den Vater Fex, dass wir uns den Mut nehmen dürfen. Dass wir uns die Freiheit nehmen dürfen. Dass wir uns die Hoffnung nehmen dürfen. Und wir lassen uns den Zweifel nehmen. Wir lassen uns den Trübsal nehmen. Wir lassen uns die Trauer nehmen, um genug List anzuhäufen, diesen Wald zu überwinden. Ja, Boran, ich weiß, ich bin kein Geweihter. Sie haben mir die Weihe versagt. Und ich strauche seitdem damit, ob ich gut genug für deinen Dienst bin. Aber ich stehe hier. Ich stehe hier an den Grenzen
an den Grenzen des Ertragbaren, an den Grenzen zu endlosen Finsternis, zum wahren Bösen. Und ich bitte dich, gebe mir die Kraft, O Boron, Herr des Schlafes, Wächter der Toten, Hüter aller Seelen, lass mich nun nicht straucheln, sondern mit des Uters sicherer Hand fällen, was Seelen dir geraubt. Dein Schweigen soll über die Lande fallen, wenn du, die letzte wahre Streiter, für dich in Golgaris Namen dem unheiligen Gezücht entreißt, was einzig deines ist. Asanio wird die Augen schließen und sich einmal kräftig auf die Unterlippe beißen. Mein alter Lehrmeister gab mir dieses Mal auf den Weg. Die Nacht ist nun vorbei. Die Praios-Scheibe leuchtet neu. Ich bin gesund und stehe auf, O Praios. Segne unseren Tageslauf. So sei es. So sei es. So sei es. So sei es. Flammen züngeln zwischen euch. Das Feuer knackt und gibt Wärme von sich. Um euch herum das Tösen des Schlachtfeldes, die Geister der Verstorbenen. Um euch herum, zwar aber nicht zwischen euch. Der Kreis, den ihr geschlossen habt, hält sie außen. Der Feuerschein hält sie außen. Euer Glaube hält sie außen. Die Luft, die ihr atmet, ist warm vom Feuer. Die Kälte bleibt draußen. Die Zweifel bleiben draußen. Die Stärke habt ihr eingeschlossen. Nur Astanio fällt das Atmen schwer. Die Lippe blutig gebissen, tropft ein einzelner Tropfen auf das Schlachtfeld. Am Kinn entlang sucht sich seinen Weg. Während ihm eine Träne über die Wange läuft, kannst du sie nicht abwischen, weil du hältst Elena auf der einen, Jandrik auf der anderen Seite. Und merkwürdigerweise, ihr wisst gar nicht, wie spät es war, wie lange ihr dort gestanden, geschwiegen, gebetet habt. Als auch die Träne von Astanio auf den Boden fällt, hört ihr ein Horn aus der Ferne. Weit weg. Und dann die ersten Strahlen der Praios-Scheibe hinter euch. Zerschneiden die Finsternis und geben den Blick auf den Wall frei. Bitte sagt mir nicht, dass nur ich das jetzt gehört habe. Nein. Nein. Das war ein Horn. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Alles, was wir nicht brauchen, sollten wir hier lassen. Nur das Nötigste mitnehmen. Bevor wir gehen, es ist eine Ehre, an eurer Seite zu sterben. Es ist eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Für die Freiheit dieses Landes. Lasst uns los. Ja. Lasst uns aufbrechen. Ich habe alles. Vielleicht nur den Wasserschlauch. Ich bin auch bereit. Und den Helm. Geht's. Das Zaun ist ein Schwert. Als ihr die Hände loslasst, als ihr den Kreis aufbrecht, bleibt das Gefühl des Kreises in eurem Herzen.
Lena nimmt den Helm in die Hand, setzt ihn auf den Kopf, steht gerade, nimmt den Säbel in die Hand. Sie betrachtet ihn, sagt ihn, meine Schwestern. Jetzt werde ich ihn wieder für etwas Gutes verwenden. Für euch. Osko nimmt den Wasserschlauch und füllt ihn auf. Nimmt einen tiefen, die Lungenflügel aufblähenden Atemzug. Und steht so aufgerecht, wie er noch nie in seinem Leben gestanden hat. Als er sich dann umdreht und wieder aufs Schlachtfeld hinaustritt. Wie bereitet sich Mora vor? Wahrscheinlich so, wie sie es immer getan hat. Knöpft ihren Mantel zu, zieht den Kragen enger um den Hals, schaut ein wenig in die Morgendämmerung und setzt einen Schritt vor den anderen. Dein Blick geht auf den Boden, auf den eben noch schmerzenden Knöchel. Aber als du die Hände losgelassen hast, war der Schmerz war dahin. Oben auf der Hütte sitzt ein kleines Frettchen und blickt dich an. Eine Nuss zwischen den Pfoten. Kauend. Und als du es anlächelst, scheint es zurückzulächeln und verzieht sich auf das Dach, hinter dein Haus, hinter die Hütte. Huscht über das Schlachtfeld Richtung Wald. Wie bereitet sich Jandrik vor? Jandrik hat nichts, was er zurücklassen könnte. Er hat nur die Kleider am Leib und das Schwert. Und er blickt nun entschlossen, aber auch mit Ehrfurcht in Richtung Wall, während die anderen sich vorbereiten. Er denkt nicht daran, noch was zu essen oder was zu trinken. Er hat nur eins im Blick, die Schrecken, die vor ihm liegen, aber die Gewissheit, dass Born mit ihm ist. Steif steht er da und wartet. In der Ferne am Wall siehst du die Mauern, wie sie hoch aufragen. Und daneben eine riesenhafte Gestalt. Hinter der Mauer stehen, über die Mauer hin verblickend. Was das der Riese sein, den ihr letzte Nacht gesehen habt? Auch du atmest tief ein und aus. Schaust doch einmal auf die verbrannte Hand. Es tut nicht mehr weh, aber du unterdrückst den Schmerz. Eben als ihr im Kreis gestanden habt, war es, als wäre die Hand wie neu. Du drehst den Ring noch einmal auf dem Finger und setzt den ersten Fuß nach vorne. Aufrecht. Mit dem Gefühl des Kreises im Herzen. Selbst der Riese wird dich nicht aufhalten. Und Astanio? Astanio wird sich auf eine leichte Anhöhe stellen und gegen den Wall schauen. Mit verschränkten Armen und breitbeinig. Wie er es damals im Militär getan hat. Gerade Rücken. Die anderen sehen ihn von hinten, wie der lange Mantel im Wind weht. Stark, aufrecht, wie ein Fels in der Brandung steht er dort. Blickt sich kurz zu euch um. Dann hört ihr wieder das Horn aus der Ferne. Und in dem Augenblick streckt Astanio seine Hand nach vorne aus, mit der Faust gegen Wall. Los jetzt! Und Astanio rennt auf den Wall zu.
Lena setzt sich in Bewegung. Los geht's. Ja. Dann im Laufschritt auf den Wald zu. Jetzt am Tage, als die Sonnen-Traios-Scheiben strahlen auf das Schlachtfeld herunterstrahlen, ist nichts mehr so, wie Mora und Jandrek es in der Nacht wahrgenommen haben. Es sieht aus wie ein totes Feld. Keine Geister. Nur in der Ferne die Mauer und der Riese. Aber weit weg von euch. Weit weg von eurem Ziel, der kleinen Tür im Wall. Ihr seht auch die zugegeben gut getarnten Fallgruben und könnt sie umlaufen. Ein Blick nach rechts und links in die Fallgrube hinein, wäre Mora gestürzt. Wären unten Pfähle gewesen, die sie aufgespießt hätten. Dazwischen Dutzende Skelette. Wer hier schon alles darin ist, Tiere, Menschen. Wer kann das schon genau sagen? Aber es graben sich keine Hände und keine Riesen aus dem Boden. Keine untoten Schlachtrösser versuchen euch niederzureiten. Keine skelettartigen Gestalten, die euch den Weg versperren wollen. Keine geflügelten Augen, zumindest keine, die ihr sehen könnt. Jetzt am Tage scheint es wie ein Spaziergang über das tote Feld. Einzig, als ihr das Knochenfeld betretet, durch das Jandrek am letzten Tag und Mora am letzten Tag gewandelt sind, kommen die Erinnerungen an die letzte Nacht wieder hoch bei den beiden. Ihr wandelt auf menschlichen Knochen, auf den Gefallenen der Dämonenschlacht und der vielen Schlachten zuvor. Und es sind nicht nur Menschen, noch Tiere, Oger und anderes ist hier vergangen. Knackend beschleunigt ihr euren Schritt. Und dann ist der Wall in Reichweite. Nur noch 5, 6, vielleicht 7 Schritt von euch entfernt. Eine Mauer, 20 Schritt hoch. Riesig. Blanker Stein. Ihr blickt noch einmal zur Seite und seht in der Ferne den Riesen, wie er in der Bresche steht, die damals die Posaunen geschlagen haben. Vor euch aber ist der blanke Wall, der blanke Stein und einzelne kleine pflanzenartige Ranken durchziehen den Stein. Ihr haltet aus schon nach einer Tür, aber da ist keine. Irgendwo hier muss sie aber sein. Mistanio. Soll das nicht hier sein? Ja. Sollte hier sein. Aber hier ist nichts. Vielleicht irgendeine Formel sprechen? Oder so? Was sagt die Karte? Astanio. Astanio wird einmal tief durch atmen und die Hand nach vorne strecken und die Worte Oculus Astralis Auge der Sphären, das Wissen um die Kraft zu mehren, aussprechen, um magische Strukturen zu erkennen. Seine Augen beginnen zu glühen, hell, als würde die Sonne aus ihm scheinen. Und Astanio sieht sich von Magie umgeben, sie durchzieht den Boden, sie durchzieht die Luft, sie durchzieht alles, auf dem er steht, atmet und lebt. So stark wie hier hast du sie noch nie wahrgenommen. Und siehst dann die pulsierenden, pflanzenartigen Venen im Wall. Wie Adern durchziehen sie das Mauerwerk. Und dann
siehst du tief im Mauerwerk vergraben, die Gestalten umherhuschen. Elementare Kräfte, beschworen aus dem Erz selbst, schlafen sie oder leben sie im Wall. Sie ist versteckt. Sie ist verschlossen. Blickst dich um. Willst du sie öffnen? Du blickst dich um, siehst oben am Wall Käfige hängen mit Skeletten darin, die sich nun zu bewegen beginnen. Nach euch greifen, aber sie sind viel zu hoch. 15, 20 Schritt über euch. Strecken auch ihre Glieder nach euch aus, aber sie sind gefangen in diesen Käfigen. Jeder, der den Wall von hier aus erklimmen würde, wüsste allerdings an ihnen vorbei. Effektiv, man weiß es nicht. Und dann ist da das große Siegel. Rechts von Astanio. In der Wand. So groß wie der Unterarm. Leuchtend hell für deine Augen sichtbar. Hier ist ein Siegel. Ich habe es bereits gesehen. Ich habe es gesehen, als ich die Vision hatte. Wir sind eindeutig richtig. Nastanio geht näher, um sich das Siegel genauer zu betrachten. Näherst dich dem Wall. Eben noch wart ihr 5, 6, 7 Schritt vom Wall entfernt. Du trittst auch in den Wall heran auf Armeslänge. Und möchtest du es berühren? Asani wird sich umdrehen zu der Gruppe. Eure Hände. Ich tritt, wie meinst du das? Willst du denn? Ich tritt an dich heran, ja. Astanio führt nicht weiter aus, sondern greift einfach nach Elenas Hand. Eure Hände. Okay. Fasst euch an den Händen. Gut. Ja. Ja, Mora tut das. Hendrik folgt. Astanio wird das Siegel berühren. Das Schwert weg, aber... Eine menschliche Kette bildend, greift Astanio nach dem Siegel. Und in dem Moment, in dem Astanio die Wand und den Wall berührt, schlägt von der anderen Seite des Walls irgendetwas in den Wall ein. Ein riesiger, heißer Feuerball umgibt die Mauer, die anfängt, in den Grundfesten erschüttert zu werden. Ihr hört den Aufschlag und die Explosion auf der anderen Seite. Ihr spürt die Hitze über euch branden. Aber der Wall schützt euch. Und als Astanio die Hand wieder von der Mauer nimmt, ist dort ein Gesicht, was sich aus dem Stein herausschält. Bei den Zwölfen. Was ist das, Astanio? Was ist das? Ich weiß es nicht. Es schält sich heraus ein Gesicht eines Mannes mit leichten Bartstoppeln, aber aus Stein. Der Haaransatz weit nach hinten geschoben. Schreiend, dann ruhig werdend. Ich bin hier. Er ist hier. Wer ist das dort? Mit fester Stimme ruft Astanio seinen Namen. Ich habe gewartet, dass du kommst. So lange gewartet, dass du kommst. Wir
So. Er verzieht wie ein mit einem schmerzhaften Gesichtsausdruck. Und das Gesicht zieht sich zur Hälfte wieder in das Mauerwerk zurück. Ich kann nicht lange hier bleiben. Es kostet so viel. Aber ich. Was sollen wir tun? Das Gesicht zieht sich wieder komplett in das Mauerwerk zurück. Und neben dem Siegel und dem Gesicht erscheint in der Wand eine kleine Tür, die Jandrik bis zur Brust nur hochgeht. Okay, das ist es, oder? Das muss sie sein. Ja, schnell rein da. Bleib in dem Moment schießen einige Ranken von oben 20 Schritt zwischen den Skeletten aus der Mauerwerk heraus in eure Richtung. Schnell! Rein da! Lena lässt die Hand los und zieht wieder ihren Säbel. Los, rein! Die Tür ist verschlossen. Jandrik hat sein Schwert in der Hand. Auch Asanio hat sein Schwert in der Hand. Osko, Mora, los! Ja, ja! Ja, los! Mora, Jandrik, Asanio, dann komm ich. Die Tür ist verschlossen. Es ist eine Holztür. Sie ist verschlossen, Asanio. Verdammt. Im Eifer des Gefechts schreit Asanio geradezu. Ignifaxios, Flammstrahl, magisch Feuer, schmelzes Stahl. Ein Zischen. Und mit einer Flammenlanze zerstört er die Holztür. Ein Zischen umgibt Asanio, als würde die Luft selbst aufgeheizt. Ihr spürt die Hitze, vor allen Dingen Elena, die eben immer noch in der einen Hand gefasst hätte. Du spürst, dass Asanio sich aufheizt. Du merkst, wie deine Hand selber sich aufheizt. Du kannst ihn kaum noch festhalten, so heiß wird er, aber du drückst fest die Hand, in die du dich verschränkt hast. Und dann schießt die Flamme aus, manifestiert sich in Asanios Faust, dringt in die Tür und die Flammen schlagen hoch und die Tür berstet nach außen und nach innen gleichzeitig. Holzsplitter verkohlen, während sie an euch vorbeifliegen in der Luft. Und jetzt rein! Geht, los! Ja. Mora rennt nach vorne. Da schlägt die erste Ranke auf von oben nach Jelena. Und sie blockt mit dem, zieht ihren Säbel hoch und schlägt der loslassen. Rampe. Du bist in der Menschenkette. Achso, ach stimmt, wir sind in der Kette, ne? Hab dich duck ganz mich loslassen. Und sie lässt los den eine Seite und schlägt dann mit welche dem, Seite? Zieht den Säbel die nicht von Astonne, die andere Seite. Und zieht und schlägt nach der Ranke rein, los. Die Kette wird durchbrochen und in diesem Augenblick fühlt Asanio die Kraft, die er eben in den Zauber gesteckt hat, wie sie ihn erschöpft. Du merkst, als die Kette bricht, die Erschöpfung, die dich übermannen, deine Knie zittern. Jandrik, Osko und Mora, die Kette ist gebrochen. Jelena schlägt nach der Ranke, durchtrennt die Pflanze, die gerade auf sie einschießt. Schwarzes, dickflüssiges Blut quillt aus dem Pflanzenansatz und spritzt euch ins Gesicht auf die Kleidung. Ihr rennt an der verkokelten Tür hinein. Asanio fällt mehr, als dass er rennen kann. Von Jelena gehalten. Und dann seid ihr im Mauerwerk. Im Wall. Und hinter euch schießen die Pflanzen in den Boden, graben sich tief in den Boden. Das war knapp. Ihr blickt zurück. Da, wo eben noch eine Tür und ein Durchgang war, sind nun die Pflanzen immer mehr. Eine nach der anderen schießt in den Boden. Pock, 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 pock. Und sie werden dick. Jetzt geht es nur noch vorwärts. In Sekundenschnelle werden sie dick, graben sich weiter in den Boden auf euch zu. Und ihr Ausgang, der Rückweg ist versperrt. Pulsierend. Ich hätte es nicht loslassen sollen. Entschuldigung. Alter Reflex. Ich stecke das Schwert weg und nehme wieder, wer auch immer da noch an der anderen Hand ist, wieder an die Hand. Lass uns weiter. Ja.
Wir sollten keine Zeit hier drin verschwenden. Aber nicht die Hände loslassen. Das Innere des Walls sieht merkwürdig aus. Habt ihr doch schon Häuser von innen gesehen? So wenig wie ein Inneres von einem Haus sieht das hier aus. Es ist kein Gestein, das euch umgibt. Es ist irgendeine organische Materie. Es ist bräunlich, teilweise grünlich und rot an der einen oder anderen Stelle. Seid ihr neugierig und fasst es an? Oder haltet ihr euch von den Wänden fern? Jandrik bleibt in der Mitte. Er schaut nicht nach rechts und nach links. Ihn interessiert nur vorne. Ganz kurz ist Osko verleitet, sich einer der Wände einen Schritt zu nähern, aber er hält dann schnell selbst inne, schüttelt den Kopf. Nein, es geht nur nach vorne. Astanio versucht sich einfach nur auf Elena zu konzentrieren. Hier drin, Alter, für uns, Astanio, wo müssen wir hin? Hier drin sieht es nicht aus wie ein Gebäude. Es ist eher, als würdet ihr durch das Innere eines Baumes, ein Baumhaus vielleicht laufen. Um euch herum pulsiert die Wand schlechthin. Es würde sie leben. Und es geht nach unten. Langsam nur, aber es geht nach unten. Wirkt mein Magiesensor noch? Oder ist der inzwischen aufgebraucht? Er wirkt gerade ebenso mit den letzten Auswirkungen. Siehst du dich um und siehst, dass ihr von Magie umgeben seid. Aber ich sehe kein Zentrum oder sowas. Nein. Einfach vorwärts. Ich habe hier, waren die Zeichnungen zu Ende. Dann nach unten. Passt auf, wo ihr hintretet. Ihr folgt diesem merkwürdigen Gang, der euch tief unten, immer weiter nach unten führt. Mal nach rechts, mal nach links. Abzweigungen. Die erste Abzweigung, drei Wege, geradeaus, rechts, links. Wo lang? Ist irgendwie ein Unterschied zu sehen? Oder sehen alle gleich aus, alle Wege? Der linke Weg scheint sich etwas zu verengen, der rechte zu weiten. Und der nach vorne sieht genauso aus wie der, aus dem ihr getreten seid. Konzentriert euch. Was sagt euer Innerstes? Und das schließt die Augen. Jandrik sagt, ohne zu zögern, die Mitte. Tiefer ins Herz hinein. Zum Herzen. Dann die Mitte. Die Mitte. Und Astanio führt die Gruppe durch den mittleren Gang durch. Es kommt euch vor wie eine Ewigkeit, dass ihr durch ein Labyrinth von Gängen wartet. Immer wieder müsst ihr eine Entscheidung treffen. Nehmt ihr irgendwelche Vorkehrungen, dass ihr euch nicht verlauft? Wenn ja, wie sehen die aus? Jandrik denkt in sowas im Moment nicht. Er hat nur eins im Blick. Vorwärts. Mora ist sehr darauf bedacht, sich Unregelmäßigkeiten zu merken. Sie ist es gewohnt, sich Wege merken zu müssen, weil ihr Leben schon oft davon abgehangen hat. Aber wenn sie keine Zeichen dafür findet, irgendeine Unregelmäßigkeit, an die man sich erinnern würde, dann versucht sie mit einem Stückchen Kreide oder ähnliches eine Markierung zu machen. Wo? An der Wand oder
Auf dem Boden. Kurz stockt ihr, als Mora kurz stehen bleibt. Etwas aus ihrer Tasche holt. Ein weißes Stück. Irgendwas. Sich der Wand nähert. Der pulsierenden, leicht nass wirkenden Wand. Vorsichtig. Nicht die Wand. Zieh mit dem Fuß einen Pfeil auf den Boden. Kreuz, ein Symbol. Der Boden ist genauso. Es ist, als wären wir verschluckt worden. Richtig. Der Boden, jetzt wo sie es erwähnt, schaut ihr genauer hin. Kein Stein mehr seit einigen Schritten schon. Leicht nässend und wabbelig, als würdet ihr auf Moos laufen. Müssen wir es markieren? Liegt auf das Stückchen Kreide, zückt dann in der anderen Hand einen Dolch und sieht so ein bisschen hin und her. Ich habe kein gutes Gefühl, bei beidem nicht. Das eine wird nicht, naja, wie auch immer. Wir werden uns verlaufen. Schrubb etwas von der Kreide ab. Staub. Sie nimmt einfach die Kreide und versucht doch ein paar zaghafte Linien auf die Wand zu ziehen. Es klappt. Du musst ein paar Mal nachziehen, aber die Wand ist nicht so nass, als dass du kein Zeichen hinbekommst. Und es passiert auch sonst nichts weiter. Das Zeichen bleibt dort. Nehme an, ihr hattet Fackeln und Lampen angemacht, deswegen habt ihr hier auf jeden Fall auch Licht. Möge Arvis unsere weiteren Schritte leiten. Ich stecke den Dolch wieder in ihren Mantel. Ein paar Kreuzungen. Bleib dann erstmal bei der Kreide. Ein paar Kreuzungen weiter. Wer geht vor? Wahrscheinlich gehe ich, also geht Astanio die ganze Zeit vor. Der Weg weitet sich vor dir, Astanio. Und in der Mitte eines Raumes, so scheint es, stehen zwei steinerne Säulen, die hoch an die Decke ragen. In dem Moment, als du diesen Art Raum betrittst, vielleicht ist es auch nur ein Durchgang, der etwas breiter und etwas höher ist. Auf jeden Fall führt sonst kein Weg ab hier, nur geradeaus geht es weiter, aber es ist merkwürdig geweitet hier und die Säulen sind auffällig nicht von diesem Schleim durchzogen. Auf dem Boden ist auch weniger Schleim als eben, weniger dieses pflanzenartiges Ding und das Pochen, was ihr seit einigen Schritten wahrnehmen könnt, ist auch laut immer noch hier, aber es durchzieht nicht mehr die Wände und den Boden so wie eben noch. Auf dem Boden liegen dicke Steine neben den Säulen und irgendetwas ist dazwischen, zwischen den Steinen. Das blinkt golden zwischen den Steinen hervor. Sanyo wird immer noch in der Kette bleibend näher an das golden scheinende Ding herantreten. Da ist etwas zwischen Steinen. Du brickst umher und schaust an die Decke und siehst, dass dort wohl die Steine herausgebrochen sind. Du kannst tatsächlich oben ein kleines Loch sehen, das inzwischen von einer Ranke zugewachsen ist, aber noch deutlich erkennbar ist. Irgendetwas ist da unten. Den Boden zwischen den Steinen. Es blinkt. Was ist da? Ihr seht es auch, die anderen sehen es auch. Was ist das? Astanio wird sich das anschauen. Ich möchte es nicht berühren.
Sieht es denn aus, als wäre es eingewachsen, eingewuchert, oder ist dieser, was auch immer da so golden schimmert, frei von allem? Ein paar Reste des Pflanzendingens wuchern tatsächlich über die Steine, aber nur wenig. Um genau zu sehen, was es ist, müsstet ihr einige Steine beiseite räumen. Und natürlich auch den Rest von den Pflanzen. Warte, einen Moment. Osro würde den dann anschauen, gerne etwas näher ran und zieht dabei von seinem Gürtel eine kleine Sichel ab, die er mal bei sich trägt. Lasst mich versuchen, diese Pflanze da wegzuschneiden. Ihr anderen die Steine. Sei vorsichtig. Ich bleibe in deiner Nähe. Ja. Hendrik, hebst du mit an? Mora, wir nehmen den anderen. Ja. Osko schneidet die Pflanze ein, schneidet mit der Sichel. Und in dem Moment, als die Sichel tief eindringt in das Pflanzenwerk, durchzittert den Gang ein Beben. Schwarze, dicke Flüssigkeit dringt aus dem Inneren der Pflanze auf den Boden. Aber du schneidest es ohne Probleme ab. Es gibt die Steine darunter frei. Es verkümmert geradezu auf den Steinen. Dort, wo du abgeschnitten hast. Ja, das gefällt dir nicht, oder? So, das nächste Stück. Im gleichen Augenblick rollen Jandrik, Mora, Elena und Astanio die Steine beiseite. Und Elena blickt auf den Schild mit dem Löwenkopf einer Amazone. Ein Amazonenschild. Das hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Vielleicht auch das Schild eines Rondra-Gläubigen, aber genau solche Schilde hast du schon gesehen in der Schlacht damals. Was auch immer hier passiert ist, hier waren Leute, die etwas verteidigt haben mit Schild und Schwert. Oh, da ist halt schon mal jemand versucht, hier durchzukommen. Ich meine, bei der ich weiß nicht, was genau hier in der dritten Dämonenschlacht passiert ist, hier im Wald. Aber irgendwelche Leute sind wohl hier rein. Ich habe nur man hat Gerüchte gehört, aber naja, ich bück mich nach dem Schild und würde ihn aufheben. Elena versucht, den Schild anzuheben und in dem Augenblick merkst du, dass ein Widerstand dort ist. Irgendetwas hält den Schild am Boden fest und du ziehst. Stärker, als du es vielleicht willst. Elena ist stark. Mit einem Ruck ziehst du den Schild nach oben und die anderen sehen von der Seite mehr als Elena von vorne. Denn mit dem Schild nach oben gerissen wird der Rest eines Armes, der daran noch fest ist. Und gibt den Arm stumpf am Boden frei. Ja. Ein lautes Knacken und du hast den Arm in der Hand. Oh, entschuldige. Ich verlöse den Arm vorsichtig und lege ihn wieder runter. Hätte ich vorher gucken sollen, dass da niemand dranhängt. In dem Moment schneidet Osko die letzte Pflanze ab und etwas Regung kommt in den Boden. Der Armstumpf, der noch im Boden verwachsen scheint, regt sich. Und bewegt sich. Oh nein. Und Mora greift direkt nach ihrem Beil. Und das dann nach seinem Schwert. Osko, der sowieso schon am Boden die Teile der Pflanze zerteilt hat, würde schnell einen kurzen Hieb mit der Sichel geben, diesen Arm, in der Hoffnung, ihn wahrscheinlich zu durchtrennen. Der Arm ist ja schon durchtrennt. Also Elena hat den ja abgerissen. Ja. Aber in dem Augenblick, wo Osko auf den Arm stumpf einschlägt vielleicht, hört ihr aus dem Boden ein gedämpftes und dein Zucken durchdringt den Rest des Armstumpfes. Oh. Der Boden bebt. Und die Pflanzen ziehen sich zurück, die Steine kommen ins Rollen und eine Gestalt hebt sich aus dem Boden.
erst der Rumpf, dann der Kopf, der sich sofort zu Elena dreht und ihr seht die mit Angst und Schrecken erfüllte Elena vor euch stehen, die nicht glauben kann, was vor ihr geschieht, denn vor ihr aus dem Boden schält sich sehr Fahrer von Yashina. Elena stolpert drei Schritte zurück und halt, was? Oder das, was von ihr über ist. Was machst du hier? Nein, verzeih. Und Elena bricht zusammen, lässt den Schwert fallen. Den Säbel hat sie nicht gezogen. Elena geht davon zurück. Ja, regt sich nicht. Die ist halt, lädt davor über. Und als Astanio sieht, wie sehr sich Elena davon einschüchtern lässt, nimmt er kurzzeitig sein Schwert in die Hand und köpft diese Gestalt. Ohne Gegenwehr gelingt es Astanio, den Kopf von der Gestalt zu schlagen. Er rollt einige Meter weiter nach vorne. Der Körper schält sich weiter und steht irgendwann kopflos vor euch. Von der anderen Seite des Raumes, der quer auf dem Boden liegende Kopf, blinzelt euch an. Elena! Renn! Renn! Ich kann es nicht aufhalten. Und der Körper reckt die nicht abgerissene Hand nach vorne und greift denjenigen von euch, der am nächsten daran steht, wahrscheinlich Astanio, der es geköpft hat, am Schlawittchen. Ich könnte ein bisschen Hilfe hier drüben gebrauchen. Ein Schraubstock klammert sich die Hand um den Hals. Jandrik springt vor. Er war die ganze Zeit sehr ruhig, hat versucht, nicht nach rechts, nicht nach links zu schauen, aber jetzt kommt der blitzschnell in Aktion, springt vor, zieht das Schwert und schlägt den Arm ab, wenn er kann. Ohne Probleme durchtrennst du den Arm auf der im Körper. Doch der Druck an Istanios Hals lässt nicht nach. Du hast nun den losen Arm am Hals baumeln, der sich fest wie ein Schraubstock um deinen Hals gelegt hat. Und Elena beginnt, den Kehlkopf zuzudrücken. Elena plötzlich schon sein: Nein, jetzt nicht mehr. Die Elena rappelt sich auf und sieht, dass Astanio in Schwierigkeiten ist. Sie geht dahin und greift quasi an den Hals, versucht sich zwischen mit ihren Fingern zwischen diese Finger und reißt diese Hand auseinander, versucht sie auseinanderzureißen mit einer Kraft vollkommen, ja, mit so ein bisschen Zorn in den Augen. Nimm das, was auch immer du bist. Ein lautes Knacken und die Hand kannst du zwischen deinen mit Muskelkraft angespannten Armen zerreißen. Viel Widerstand gibt es nicht. Ein lautes knackendes und ein flatschendes Geräusch. Astanios Hals wird mit Blut besudelt, das aus dem Arm herausspritzt. Der Torso vor euch wankt und der Kopf blickt zornig Richtung Elena. Also erneut hintergehst du mich. Erneut verrätst du die Göttin. Das reicht jetzt. Wir müssen weiter. Dieses Ungetüm, es ist nicht mehr, wer auch immer es war. Rondras Fluch über dich, Elena. Rondras Fluch über dich, Elena. Und deine Ahnen. Wir müssen hier weg. Die Göttin schützt mich. Die Göttin möchte, dass ich lebe, und du hast alles verraten. Er ist mein Freund, und wenn du ihn tötest, er ist die einzige Hoffnung für das Land hier. Ich bin ihre ausführende Hass auf dich. Ich richte, Elena, ich richte. Dann streite ich mit mir und nicht mit meinen Freunden. Und Lina zieht ihren Säbel und stellt sich
wendet sich dem Torso zu, der vor ihr steht, und Astanio den Rücken zu. Er steht ja, du kannst mich nicht noch einmal töten, Elena. Ich bin bereits bei der Herrin und ich soll dir ausrichten, du bist verloren. Immer verloren. Du kannst nicht bei der Herrin sein und hier sein. Das glaube ich nicht. Ich sehe mehr als du. Ich weiß mehr als du. Du bist verdammt für ewig ausgeschlossen. Ehrlos. Ehrlos. Für immer. Hör nicht darauf. Für immer. Ehrlos. Mit einem Totenkopf. Verräterin. Verräterin. Und Astanio wird in dem Moment... Elena rennt zu dem Schädel und schlägt den von oben nach unten in zwei mit ihrer Klinge und sagt jetzt, tut mir leid. Der Torso fällt zu Boden in dem Moment, als der Schädel gespalten wird. Lass uns weiter. Tut mir leid. Sie kommt zurück, ihre laufen Tränen übers Gesicht. Aber, ja, Säbel fest umklammert. Wohin geht's weiter, Astanio? Bevor es weitergeht, wird Astanio Elena mal ganz, ganz ordentlich einfach mal nur drücken. Für so 2 Minuten lang. Sie bleibt da stehen, der Säbel rutscht ein wenig aus ihrer Hand, aber sie dann erwidert das nicht. Sie steht da einfach so ein... lässt seinen Kopf auf seine Schulter fallen und weint und knickt fast fällt fast auf die Knie, wird auf die Knie fallen, wenn Astanio sie nicht festhält. Astanio wird sie festhalten. Lass uns weiter. Neben Mora, die an der Wand steht, schält sich nun ein Gesicht aus der Wand. Das Gesicht, was ihr vorhin schon mal gesehen hattet, wieder schmerzverzerrt. Spaut dir direkt ins Gesicht, Mora. Astanio. Astanio, ich glaube, da möchte jemand mit dir sprechen. Astanio wird Elena ein bisschen zurückstellen. Du schaffst es. Geht wieder. Gott. Ja. Und wird auf das Gesicht zutreten. Es weiß, dass ihr hier seid, Astanio. Ich weiß, dass ihr hier seid. Seine Gedanken sind meine Gedanken. Ich versuche euch zu helfen. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Versucht, so viel Schaden anzurichten, wie ihr könnt. Schaden. Es muss abgelenkt werden. Außen werden wir angegriffen. Wenn es seine Kraft... nicht konzentrieren kann, dann kann es euch nicht angreifen und draußen angreifen. Ihr habt ihn gehört. Auf die Wände. Alles, was ihr habt. Die Säulen, Astanio. Die Säulen. Die Säulen. Und Astanio dreht sich um. Das ist den Gang zum Einsturz. Zum Eingang. Er zeigt auf die Gruppe, damit sie sich nicht in der Nähe von einem sicheren Schutzpunkt unterstellen können. Helena. Und wo sucht ihr Unterschlupf? Im inneren oder im äußeren Bereich? Also Rückweg sichern oder weiter nach innen? Als sich das Gesicht wieder in die Wand verzieht. Richtung Zentrum. Weiter rein. No. Elena bückt sich noch und nimmt den Schild mit. Und Astanio wird wieder einmal einen alten Spruch heraufbefördern, der ihm einmal zumindest ziemliche Probleme bereitet hat, aber diesmal will er ihn richtig einsetzen. Nämlich kommt es diesmal, heilt es aus seiner Stimme, Ignisfero, Feuerball, Gleisenbrand und Donnerhall, um die beiden Säulen einzureißen. Ein riesiger Feuerball manifestiert sich zwischen Astanios Händen, schießt in Richtung der Säulen. Ihr spürt die Hitze
und werft euch instinktiv zu Boden, als die Explosion in euren Ohren einen Knall fabriziert, die Hitze über euch hinwegschießt. Nur Astanio steht wie aufrecht, nicht von den Flammen angegriffen. Als ihr die Augen wieder öffnet und das Getöse vorbei ist, das Klingeln in euren Ohren immer noch verhallt, der Staub von der Decke rieselt und irgendetwas tropft und ihr eure Hände in den schleimigen Boden gegraben habt und nach oben blickt, seht ihr Astanio aufrecht stehen, schwer atmend, mit angesenkter Kutte. Und hinter euch, nach einem lauten Schrei, der Gang versperrt. Eingestürzt. Ich kann nicht viel mehr machen. Wenn wir danach noch irgendetwas tun müssen gegen den Dämon, sollte ich langsam aufhören, herumzuzaubern. Dann machst du das jetzt auch. Lass uns weitergehen. Gut. Ich greife nach ihm und ziehe ihn dann auch in den Gang. Komm schon, alter Mann. Alle kommen wieder auf die Beine, drehen sich weiter Richtung Gang. Platschend wartet ihr durch das pflanzlige Untergrund. Immer nur so lang, wie der Fackel- und Lampenschein euch die Sicht gibt. Ins Dunkel tief hinab. Und hier verlassen wir die Rabenmark. Für heute. Sehr nice. Danke. Ich hoffe, ich habe den Schrecken des Walls gut dargestellt. Gut ist übertrieben. Untertrieben. Sehr geil. Alter Schwede. Wer kommt denn auf die Idee, mitten in der Nacht über das Totenfeld zu laufen, Mann? Ihr hättet doch gleich euch den Graben schaufeln können. Hey, war spannend, oder? War spannend. Ja. Komm, wir müssen doch irgendwas für die Spannung tun. Wir hatten ja nicht so viel bisher. Das stand noch auf meiner Bucketliste. Oh Mann, ey. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in euren Gesichtern abgelesen, dass der Schrecken durchaus da war. Ja. Ich dachte echt in dem Moment, dass wenn das Stadion das mitbekommt, dass der gerade ausnimmt. Geil, ich hab's doch schon wieder gemacht, ey. Ich hab sie schon wieder umgebracht, alle. Ich habe anscheinend in dem Moment so laut, also Mora hat in dem Moment so laut Jandrek gerufen, dass meine bessere Hälfte ins Zimmer kam und mal so geguckt habe, ob alles okay ist. So, geht's dir gut? Und dann aber so sah, dass ich hier wild gestikulierte. Dass er dachte, okay, scheiße. Sie ist voll drin. Ja, ist wirklich so. Ja. Ging die Tür mal auf, so. Okay, hier wird geschrien, alles gut. Oh, nice. Gut. Ich kann nicht mehr. Ja, jetzt gegen Ende des Streams sind auch die Verbindungsprobleme zu Twitch wieder ein bisschen weg. Ich denke, ich weiß auch nicht, woran das denn. Letzte Woche hatte ich das auch schon sonntags. Irgendwie anscheinend dient das mit der Zeit zu sagen, so 20 Uhr, vielleicht streamen zu viele Leute gerade oder so. Keine Ahnung. Tut mir leid, dass der Stream ein bisschen ruckelte und so. Ich hoffe, auf der Aufnahme ist es besser nachher. Könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr das möchtet. Mhm. Ja, Jandrik musste auch nochmal ganz schnell jetzt ins Örtchen oder so, keine Ahnung. Ja, das saß bestimmt schon länger auf heißen Kohlen. Ich konnte doch nicht vorher weg. Das nehme ich mal als Kompliment, weil niemand nicht mehr aufs Klo gehen will vor Spannung. Ist das immer gut. Ja. Ja. Ich hab teilweise hier gesessen und gezittert. Es ist, ich hab mich teilweise deswegen gemutet, weil ich echt Zähneklappern hatte in dem Moment. Also mir ist es auch mehrmals eiskalt schauernd Rücken runtergelaufen. Die Begleitsituation, die wir hatten, irgendwie um Astanios Unglauben, war für mich das Highlight des Streams. Also neben dem Schrecken, den ihr hier gehört habt. Beim Angesicht dieses Schreckens
dann noch den Unglauben Astanius zu haben und wie die Gruppe ihn versucht hat reinzuholen, also rauszuholen, ja. Das war aller Bonheur, ja. Sehr, sehr coole Mega. Idee auch von Marot mit der Kette, mit dem Kreis. Und ja. Mega, ja. Wir haben zwar nicht alle 12 angerufen, aber die wichtigsten für uns. Eure Gebete fand ich auch sehr, sehr cool. Also ich habe ja schon so manchen Menschen da draußen gesagt, mach mal eben schnell ein Gebet so. Und da kamen selten so intensive Sachen raus wie bei euch jetzt. Ich meine, ihr spielt es, aber es geht, Leute. Halt, kann das, ja. Ja, ich habe halt, mir ist halt so spontan nichts eingefallen, deswegen hat Elena halt einfach den Choral der Adare vorgelesen. Was einfach. Ja, irgendwas, was man auswendig gelernt hat. Ne? Ja, irgendwas, was man auswendig gelernt hat, genau das. Soll ich was zugeben? Ich habe hier gerade offen für jeden Morgen 5 Stunden Gebete für Kinder. Ja, es war doch super. Einfach nur, ich habe da Sonne gelesen und gesagt, okay, das mache ich. Ja, nee, war super. Also, das hat mir auch richtig gut gefallen. Richtig gut gefallen. Ja, und ich hatte das Grinsen auf den Augen, als ich die Gelegenheit hatte, Astanius' Gebet als Spielleiter zu erhören und in Praios Stapfen irgendwie mir was auszudenken, wie er darauf reagiert. Sehr, sehr cool. Ja, vielleicht kriegst du ja Sano jetzt mal endlich hin, wieder zu kopieren, dass da doch nicht alles verloren ist. Naja, er wehrt sich noch gegen diesen Gedanken. Klar, er wehrt sich auf jeden Fall noch dagegen. Aber solange er mit Jandrik unterwegs ist, der da ganz fest drin ist, und mit Osko, kriegt das immer wieder unter die Nase gerieben. Osko, ne? Elena ja auch. Mhm. Ja. Geil. Richtig geil. Einfach nur so ein Wunder der Pereine gewirkt. Ja. Ich hab noch gewartet, so irgendwie, also wenn ich Osko gespielt hätte, ich meine, du machst es ja, ne, alles gut. Aber ich hätte in dem Augenblick irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendeiner hat, ich glaube Jandrik, glaube ich, oder so, hat dann irgendwie gesagt, so irgendwie, ja, du hast das gemacht, Wahnsinn, in dir steckt doch irgendwas, ne? Das war also, ich. Genau, ja, stimmt, war das. Irgendwie, da hätte ich gesagt, so, ich habe doch gar nichts gemacht, das war die Herrin oder so. Den Satz hatte ich so die ganze Zeit im Hinterkopf. Das ist ja noch der Unterschied zwischen einem Magier und einem Geweihten. Der Geweihte vollbringt immer nur die Taten der Zwölfe und nicht die eigenen. Mhm. Du bist die ausführende Hand, ja. Aber jetzt ist das dann zumindest kapiert, dass er halt so gut kämpfen kann er nicht, aber dafür kann er halt was anderes ziemlich gut. Ja. Vor allen Dingen ist er also es ist auch heute deutlich geworden, er ist halt die Instanz, die, also Jandrik kann das nicht, weil er nicht geweiht ist, das hat er ja auch heute nochmal betont, ne? Mhm. Aber Osko ist das Licht der Zwölfe in eurer Mitte. Ja. Mhm. Ja. Und auch wenn das Gras schnell wieder verwelkt ist, es war kurzzeitig da. Ja, richtig schön. Das war sehr schön. Er ist sozusagen der Kleber, der alles zusammenhält. Mhm. Oh ja. Ja, und wenn es sich Osko mit seiner Sichel da Hand angelegt hätte, wäre es vielleicht auch gar nicht richtig so schnell möglich gewesen, die Pflanzen zu zerstören dort. Aber ja, war sehr cool gemacht, ja. Ja, klasse. Boah, aber dieser Moment, ne, als Mora da am Abgrund hing, und ich dachte mir so, Jandrik, bitte lass dich los, bitte lass dich los. Ja, und dann den Skelett irgendwie, was dir sagt, ich bin doch noch gar nicht tot, hilf mir. Ich hatte so Schiss, dass ihr dann zurücklauft und sagt, wir müssen ihm helfen. Nein, müsst ihr nicht. Nein. Hätte man machen können. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass aus dieser violetten Pfütze nicht nur Hände, sondern auch komplette Kreaturen, dass wir quasi noch so eine kleine Gruß vom Schlachtfeld kriegen, aber naja. Wir hatten ja den Gruß dann im Wall. Ja, der Wall. Ich find's lustig, was inzwischen zwischen Elena und Astano langsam gelaufen wurde. Das ist schon witzig. Ja, klar. Der Moment, also das war schön. Ich dachte mir so, sie macht es halt aber war unbewusst, halt einfach dieses, ich halte meinen Freund fest und naja, Freund. Ja, auch, Freund. Wie sie euch als Gruppe vor der Untoten geschützt hat. Ne? Ja. Die Ranke. Und der Psychoterror hat schon gewirkt, den er kam, aber man kann und auch gegenhalten. Ja, das war dieses mit Firo mit seiner Kälte und Erbarmungslosigkeit. Sie macht da, geht einfach, das ist mir scheißegal, das kann nicht. Sie hat so diesen Horror, aber meins hast du sie getötet, ja.
Ja, aber das ist, war ihr in dem Zeitpunkt. Ja. In einer unruhigen Minute wird sich Elena irgendwann klar werden, dass sie damals, als sie sie getötet hat, zu diesem Dasein verdammt hat. Mhm, wahrscheinlich, ja. Wenn sie ihr den Kopf eigentlich gedacht hatte, sie hätte ihr den Kopf abgeschlagen. Scheinbar nicht richtig. Ja gut, das hatte ich jetzt nicht gelesen. Aber ich hatte, ja, aber ist okay. Ja. Hat es halt trotzdem nicht. Ich hatte sehr viel Freude daran, mir spontan einige Grauen für euch zu überlegen und es hat anscheinend ganz gut gewirkt. Der Folgentitel ist vorgekommen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr das Ganze so aktiv mitgemacht habt. Ich meine, ich konnte einige Minuten hier sitzen und mich zurücklehren. Das ist immer gut als Spielleiter. Ja. Ich hoffe, ich habe auch zwischendurch euch nicht so viel Handlungen aus der Hand genommen. Aber wir hatten das ja so abgesprochen, dass es manchmal alles auch okay ist. Ja. Ja. Und solche Episoden. Jetzt hoffe ich, dass ihr weiter in das Innere des Walls vordringt und beim nächsten Mal ihn vielleicht, wenn ihr alles klappt, schaut, was mit dem Wall los ist. Mhm. Und dem angreifenden Heer vielleicht unter die Arme greift. Mhm. Mal schauen, wie es beim nächsten Mal wird. In 2 Wochen geht es weiter. Vielen Dank auch nach euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. So ganz viele First-Time-User hier. Hoffentlich seid ihr jetzt nicht abgeschreckt davon, dass die Streamqualität heute nicht so toll war. Vor allem der Raid mit 100 Personen, ne? Echt? Ja. Das waren 100 Personen, deswegen habe ich kurze Zeit. Das sehe ich jetzt erst, ja. Ja. Ja, davon sind auch ein Teil dann länger geblieben und irgendwann halt so rausdiffundiert, weil es scheint, was halt zusammenhangslos war, aber ja. Super cool, danke für den Raid. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, ja, krass. Dann kann man mal sehen, wie tief ich in der Sache drin bin. Das hast du nicht mitgekriegt. Aber normalerweise wird mir auch gerade am Erzählen, als ja, aber normalerweise kriege ich auch immer einen Raid angezeigt. Also ich habe hier so ein Ding. Warum war das nicht angesprungen ist, habe ich auch keine Ahnung. Ja, das ist Twitch, Streamlabs etc. Das backt immer rum. Immer dann, wenn es gut sein soll, wenn es mal gut passen würde. Es tut mir leid, Princess Paperplane. Aber vielen, vielen Dank, falls du das irgendwann mal hier siehst. Ja. Mhm. Direkt mal gucken, was das für ein Ding ist. Egal. Schaue ich mir nachher mal an. Ja, in 2 Wochen geht es, wenn alles klappt, hoffentlich weiter. Freut euch schon mal drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe sehr viel Freude an der Runde. Oh ja. Und vielen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr es nachschaut auf YouTube, hinterlasst uns bitte einen Kommentar unten drunter und lasst euch nicht abschrecken. Es gibt Leute da draußen, gegen die YouTube irgendwas hat. Und YouTube fängt momentan wieder unglaublich an, wahllos irgendwelche Kommentare einfach so rauszulöschen. Das bin nicht ich. Das ist keine Ahnung wer. Ich lösche den nicht. Ich krieg Benachrichtigungen, dass ein Kommentar da ist und zack, ist er weg. Keine Ahnung. Also danke, Dollard Power, dass du es 4 oder 5 oder 6 Mal versucht hast, der letzten Folge zu kommentieren. Irgendwann hat es ja dann geklappt. Lasst euch davon nicht abschrecken, trotzdem irgendwie es weiter zu versuchen, einen Kommentar zu hinterlassen. Wenn es überhaupt nicht klappen sollte, ihr könnt immer dem Discord joinen. Die Kontaktdaten findet ihr auch alle unten. Und uns da auch gerne Kommentare hinterlassen. Eine E-Mail schreiben an dich, ne? Geht ja auch. Eine E-Mail schreiben, genau. Ja, also es gibt Wege, mich zu kontaktieren. Und Feedback zu hinterlassen. Denn Feedback ist uns sehr wichtig. Macht das ruhig. Ja. Und vielen Dank. Und wenn ihr die 2 Wochen nicht aushalten könnt, ohne Rollenspiel-Content auszuhalten, dann empfehle ich euch rollenhörspiel.de. Da gibt es noch einiges zum Nachhören. Was gibt's denn da Tolles gerade aktuell? Also ganz aktuell habe ich mal wieder ein Solo-Rollenhörspiel gemacht. Das ist der erste Teil, wenn man so will, oder ein Intro in eine größere Saga in meiner eigenen Fantasy-Welt, die Legende von Char. Da habe ich auch einen Twitch-Stream zu. Und auf YouTube gibt es da auch was zu. Und da habe ich jetzt quasi die erste Geschichte dazu als Solo-Rollenhörspiel. Also ich alleine spiele eine Geschichte. Ja, einfach mal reingucken. Hören. Genau. Lasst euch entführen in fremde Welten vom Marot. Ja, kann der sehr gut, kann ich nur bestätigen. Oder wenn ihr das dann auch schon alles durchgehört habt und habt immer noch genug, dann könnt ihr beim Kakko ganz viel nachhören. Ja, tatsächlich jetzt auch sogar mal was nachhören, denn letzte Woche, oder nee, was, es war sogar diese Woche quasi noch,
ging eine Runde mal weiter, die seit langem schon pausiert hatte. Wir haben nämlich wieder Savage Worlds gespielt. Da haben wir unsere Ripper-Brut-Kampagne weitergespielt, wo wir, also vor allen Dingen D-Rex und ich, Kinder von Jack the Ripper spielen, die unsere Geschwisterkinder jagen, quasi. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann schaut gerne die Runde weiter. Ist sehr interessant. Aktuell sind wir in Japan und suchen einen unserer Geschwisterlein, der sich ja, als Oni verkleidet ja, daran macht, Leute zu erschlagen. Dem wollen wir natürlich Einhalt gebieten und es wird beim nächsten Mal dann wahrscheinlich dann soweit sein. Und der Termin steht leider noch nicht fest, der nächste. Ja, nice. Einfach mal rein zappen beim Kakko. Oder ihr könnt auch beim Ozzy gucken. Da gibt es allerdings keine keine Pen-and-Paper-Rollenspiele, nur GTA-Rollenspiel. Das muss ich jetzt leider schon gleich verleihen, seit heute nicht mehr. Was? Ja, also beziehungsweise nicht mehr so, wie es die ganze Zeit gelaufen ist. Da gab es ein paar Unstimmigkeiten. Und dementsprechend bin ich aus diesem Projekt ausgestiegen. Achso, ich dachte, es gibt Pen-and-Paper-Content bei dir, das habe ich jetzt so. Das kann ich tatsächlich, also ich sag's mal so, ich habe ja demnächst auch, ich leite demnächst eine Runde und da kristallisiert sich immer weiter mehr raus, dass die Leute vielleicht gerne daraus einen Stream machen würden. Ob das passiert und wo das passiert, weiß ich noch nicht, aber ich lasse es euch gerne wissen. Ansonsten könnt ihr gerne auch einfach vorbeischauen, weil ich werde mir irgendwas anderes suchen. Es muss ja nicht auf einem einzigen Server liegen, dass die Rollenspielsaga bei mir weitergeht. Ja, es gibt bei GTA gibt's ganz viele Rollenspielserver, glaube ich mir. Genau. Ja, Sierra hat auch einen Twitch-Kanal, da könnt ihr auch mal reinjoinen, aber da gibt's in letzter Zeit, glaube ich, nicht viel zu sehen. Ja, leider wenig, aber ich habe mir eine kleine Pause gegönnt, möchte jetzt bald aber wieder durchstarten und zwar wieder mit Miniaturen-Content, wo ich ein paar kleine Miniaturen anpinsel. Und wenn ich kann, bin ich auch immer gerne in anderen Pen-and-Paper-Runden nochmal zu Gast. Das heißt, da wird sicherlich bald wieder etwas kommen. Deswegen einfach mal reinschauen und gespannt sein. Ja, da schauen wir gerne rein. Eleanor hat keinen eigenen Kanal, wo ich euch hinschicken kann, aber eine Instagram-Seite, wo ihr auf jeden Fall auch immer Ankündigungen für diesen Stream irgendwie rauskriegt, wenn ihr das denn wollt. Ja, wie gesagt, ich mache immer fleißig Werbung für unsere nette Streamrunde hier. Ansonsten variabler Content von meinem Gemüse aus dem Garten, Brot, was ich gebacken habe, auch mal von, letztens habe ich ein neues Spiel ausprobiert, da habe ich dann ein bisschen was zugeschrieben. Ja, also diverser Content. Einfach mal reinschauen. Und mir was Kommentar oder ein Like da lassen oder auch nicht. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Genau, alle Folgen der Eleanor, wenn sie es noch nicht getan haben. Ja, und bei mir geht es nächste Woche weiter mit der Phileason-Saga, falls ihr da zwischendurch auch nochmal was zu gucken habt. Gut, wir sehen uns. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, tschüss. Passt auf eure Lieben auf und habt nicht zu viel Grauen in dieser düsteren Zeit. Mehr Lächeln. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.